Herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Björn Eklund. Ich arbeite hier in der Stiftung im Referat Internationale Umweltpolitik in der Auslandsabteilung. Und ich begrüße Sie auch alle recht herzlich, auch im Namen meiner Kollegin Lilly Fuhr, die eigentlich heute Abend hier auf dem Podium mitsitzen sollte, aber aus familiären Gründen leider sehr kurzfristig nicht dabei sein kann. Diese Buchvorstellung heute Abend, Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten, von Michael Kopatz, ist eine gemeinsame Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung, des Wuppertal-Instituts und des Ökom-Verlags. Noch nie zuvor haben wir so viel über die Zerstörung unserer Ökosysteme und die Lebensgrundlagen unseres Planeten gewusst wie heute, und wir wissen auch größtenteils, welche Verhaltensweisen besonders umweltschädlich sind. Die meisten von uns wollen auch gerne diese Welt verändern und sie verbessern, doch das, was wir tun und alltäglich unsere Routine, ist alles andere als ökologisch. Im Vorwort zu dem Buch von Michael Kopatz schreibt Harald Welzer: Da wir alle in einer Welt mit widersprüchlichen Anforderungen leben, lernen wir uns widersprüchlich zu verhalten. Michael Kopatz zeigt wertvolle, konkrete Auswege aus diesen Widersprüchen. Das und die Vielfalt der Beispiele macht Ökoroutine zu einem Energieschub für alle, die Veränderungen wollen. Und das besser heute als morgen. Wir hoffen, dass es gelingt, diese Energie zu Veränderungen auch heute Abend heraufzubeschwören. Zuletzt noch ein Wort zur Besetzung des Panels heute Abend. So sehr wir uns freuen, dass so viele hochrangige Panelisten dabei sind, so sehr bedauern wir auch, dass es heute Abend keine kompetenten Frauen auf diesem Panel gibt, die mitdiskutieren. Denn es gibt eigentlich in diesem Themengebiet auch jede Menge davon. Das ist ein Problem, besonders hier in der Stiftung, wo wir auch viel Wert auf Gendergerechtigkeit und Genderausgleich legen. Vielleicht ist es auch ein Problem der Gender-Routine, dass heute Abend, dass nicht überall in den Vorstandsetagen und Chefsesseln der Institutionen viele Frauen zu finden sind, und sodass wir mit einem auf diesem hochrangigen Panel so eine ausgeglichene Geschlechterbesetzung bekommen hätten. Also da gibt es auch noch was zu tun. Ich schlage daher vor, dass das Panel sich auch explizit vornimmt, die Ökoroutine auch aus Geschlechterperspektive zu analysieren und bei Fragen aus dem Publikum darauf zu achten, dass vor allem Frauen zu Wort kommen. Also die Quote bitte beachten. Diese Herausforderung gebe ich mit Freude und Vertrauen in die kompetenten Hände unseres Moderators Tilman Santarius, der später auch nochmal alle Mitdiskutanten vorstellen wird. Tilman war langjähriger Mitarbeiter im Wuppertal-Institut und hat auch einige Zeit hier in der Stiftung gearbeitet. Ich glaube, beim BUND hast du noch nicht gearbeitet. Auch noch nicht bei Allianz Pro Schiene oder bei Frosta. Jetzt leitet Tilman die Forschungsgruppe zur Digitalisierung und sozial-ökologischer Transformation am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und an der TU Berlin. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, und Tilman, the floor is yours. Vielen Dank, Björn. Guten Abend auch von meiner Seite. Der nächste Mann gleich am Mikrofon, der hier spricht. Björn, deine Worte in unser aller Ohren. Ich muss gerade mal in die Runde gucken, ob wir jetzt eigentlich im Publikum wenigstens eine halbwegs ausgeglichene Genderbalance haben. Kommt mir auch nicht so vor, aber ich will Ihnen jetzt das Hände hochhalten und abstimmen hier ersparen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend ein fantastisches Buch vorstellen, von meinem Kollegen und Freund Michael Kopatz verfasst. Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten. Ich werde jetzt nur das Vergnügen haben, hier heute Abend zu moderieren. Ich möchte deswegen auch keine lange Vorrede machen, aber vielleicht wenigstens zwei Bemerkungen vorab, da ich das Glück hatte, nicht nur Michael Kopatz als langjährigen Kollegen, sondern auch als Freund zählen zu dürfen oder immer noch zähle. Und deswegen vielleicht zwei Vorbemerkungen, zum einen zu Michael Kopatz als Experte und zum einen zu Michael Kopatz als Mensch. Als Experte, denke ich, hat Michael ein Buch vorgelegt, was sich ohne weiteres in die Reihe der Bücher Zukunftsfähiges Deutschland
die ja vom Spiegel auch als grüne Bibeln bezeichnet wurde, einreihen kann. Das erste Zukunftsfähige Deutschland aus dem Jahr 1996, das zweite 2008. Und so ist es nur zeitgemäß, dass dieses Jahr 2016 das nächste Werk vorgelegt wird, was mit einer fantastischen Breite, thematischen Breite durch alle Sektoren und einer Fülle von politischen Vorschlägen, aber auch Vorschlägen für ganz konkretes Handeln von Unternehmen und Individuen an die Öffentlichkeit tritt. Und Michael macht vor allen Dingen Vorschläge an die Politik oder sehr viele Vorschläge an die Politik. Und das tut er als Experte. Eins haben diese Vorschläge gemeinsam. Sie sind nicht abgehoben und abstrakt, sondern sind alle in hohem Maße umsetzungsfähig, umsetzbar. Ja, und das ist bemerkenswert, denn Michael hat durchaus einen wissenschaftlichen Background. Er hat promoviert über Verwaltungsreform, nachhaltige Verwaltungsreform. Da lacht er ein bisschen. In der Tat hat dieses Buch hier sehr wenig damit zu tun. Aber was man merkt, ist, dass er weiß, unter welchen Zwängen politische Entscheidungsträger und Institutionen stecken, wenn es um die Umsteuerung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und deswegen sind diese Vorschläge eben so praktisch, so anwendbar, so umsetzungsorientiert, dass man sich eigentlich kaum vor ihnen drücken kann. Ja, zu Michael Kuppertz als Mensch. Er stellt ja mit seinem Untertitel, damit wir tun, was wir für richtig halten, ganz direkten Bezug her zwischen der berühmten Lücke zwischen Wissen und Handeln. Es gibt ein vergleichbar hohes Umweltwissen, besonders in Deutschland. Es gibt auch in Ländern wie Deutschland vergleichbar hohen Anspruch, auch wirklich was für die Umwelt, für den Umweltschutz zu tun. Aber es gibt immer noch ein, wenn gleich besser geworden ist, so doch alles in einem spärliches Umwelthandeln. Und das ist bemerkenswert eigentlich, dass das von jemandem wie Michael Kuppertz kommt, denn ich kann als nicht zuletzt als sein Freund bezeugen, dass Michael eigentlich einer der wenigen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich ist, die in ihrem privaten Leben eigentlich schon sehr viel richtig tun, genau das tun, was sie für richtig halten. Also Michael, man sieht es, wenn Sie hier die Schafstreppe runterkommen, da steht gleich sein Klapprad. Michael reist also zu allen seinen zahlreichen Vorträgen grundsätzlich mit der Bahn an. Er hat gar kein Auto, seine Familie auch nicht. Er hat sein Haus längst gedämmt, das ist Standard heute, aber er probiert auch innovative, intelligente Lüftungssysteme und Neues aus. Also er scheut auch nicht vor smarten Technologien zurück. Bio-Lebensmittel sind sowieso Standard. Da finde ich es besonders bemerkenswert, dass so jemand, der eigentlich schon in hohem Maße richtig handelt, genau die Diskrepanz anspricht. Warum kommt es denn, dass wir nicht so handeln, wie wir es eigentlich möchten? Und ich glaube, Michael, du hast sogar mal ausgerechnet, was denn wäre, wenn wir alles in unserem Privatleben korrekt tun, wie viel CO2, also wie viel Kohlendioxid können wir dann vermeiden? Und da kam raus, dass wir dann beileibe noch nicht bei den 1,5 Tonnen CO2 pro Kopf sind, die wir eigentlich nachhaltigerweise nur noch emittieren dürften. Das heißt, es braucht Veränderungen in der Politik, es braucht Änderungen nicht nur in den Rahmenbedingungen, sondern ganz viele konkrete kleine Maßnahmen, die es umzusetzen gilt. Und ich finde, das hast du in einer fantastischen Art und Weise in diesem Buch auf den Punkt gebracht. Jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen, sondern die Bühne ist frei für den Autor dieses Werkes. Vielen Dank, Michael, dass du heute diesen Book Launch mit uns teilst. Und the floor is yours. Ja, vielen Dank, Tilman, für diese exzellente Einführung und sehr, sehr komplimentierende Einführung, das muss ich auch sagen. Ich danke auch allen Beteiligten, die ermöglicht haben, dass diese Veranstaltung in diesem Rahmen stattfindet. Damit ist das Vorgeplänkel abgehakt und ich will gleich zur Sache kommen. Du hast es gerade schon genannt, 1,5 Tonnen CO2 pro Kopf ist das Ziel, damit wir die globale Erwärmung bei ungefähr 2 Grad begrenzen können. Das kann man so einfach so dahin sagen, minus 80% CO2. Aber wenn jemand mit dem Auto gekommen ist, ein Wagen mit 150 Gramm CO2-Ausstoß am Tag pro Kilometer hat schon nach 10.000 Kilometern 1,5 Tonnen verfahren. Da sind sie nur Auto gefahren. Die müssen nur heizen, konsumieren und so weiter. Und ich kann Ihnen tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, wenn Sie ganz viel richtig machen und ganz viel tun von dem, was Sie für richtig halten, dann kommt man auf vielleicht 5 Tonnen CO2. Also 1,5 Tonnen, ich sage mal, auch für mich noch ein außerordentlich ambitioniertes Ziel. Und ich habe gar keine so rechte Idee, wie ich jetzt das Ziel noch jetzt erreichen könnte, außer mit radikaler Askese. Und das soll nur vorstellen machen, dass das, was so leichthin gesagt wird, dass das eine außerordentlich
große Herausforderungen für unsere Gesellschaft, für alle Ökonomien sind und nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern auch in kultureller. Beim Klimaschutz feiern wir uns in Deutschland ja seit vielen Jahren, wie viel CO2 wir eingespart haben, über unsere Reduktionserfolge. Und wir sehen seit einigen Jahren, seit ungefähr 8 Jahren schon, geht CO2 gar nicht mehr zurück. Trotz aller Effizienz, trotz aller erneuerbaren Energien. Und es ist auch gar nicht so schwer vorstellbar, wenn man sich klar macht, dass die Effizienzpotenziale, die leicht zu hoben sind, die haben wir schon gehoben. Und dann wird es schon immer ein bisschen schwerer. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie bei einer Diät. Die ersten Kilos gehen leicht und dann wird es immer schwerer. Ähnlich ist mit dem achtsamen Umgang mit Ressourcen. Da haben wir es gar nicht ernsthaft probiert mit der Diät. Die Reduktion ist hier mitnichten gelungen. So, und warum geschieht nicht das, was geschehen muss? Das ist die große Preisfrage. Und ich gebe Tipp hier bloß einige wenige Aspekte aus dem Buch an. Eine davon, warum wir zum Beispiel so viele Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, das ist die Werbeindustrie. Diese Sporturkunde hat meine ältere Tochter einmal in der Schule bekommen, nach meinem Fußballcup. Und als ich die Urkunde gesehen habe, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Da steht drauf, der DFB und McDonald's gratulieren. Und es hat mir gezeigt, dass der Kommerz, die Werbebranche quasi in jede Pore unseres Lebens vorgedrungen ist. Und die Menschen merken das gar nicht mehr bewusst. Und wenn man sie darauf anspricht, dann heißt es, naja, aber die haben ja vielleicht den Umbau der Toilette gesponsert. Und das legitimiert das alles. Und insgesamt, es gibt offizielle Zahlen dazu, gibt die Werbeindustrie 30 Milliarden Euro im Jahr aus, damit die Menschen Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Das ist eine Menge Geld, die uns davon abhält, das zu tun, was wir für richtig halten. Ein anderes Problem, ein systemisches, ist, dass wir auf Wachstum ausgerichtet sind in unserem Wirtschaftssystem. Es geht auch in dieser Form nicht einfach anders. Das ist ein komplexes Thema, was ich hier nicht aufspannen kann. Aber eines möchte ich festhalten, dass ambitionierte Klimaschutzpolitik immer an den Stellen scheitert, wo das Wachstum womöglich gefährdet sein könnte. Also hohe Standards im Automobilbereich werden nicht umgesetzt, weil das könnte ja das Wachstum gefährden. Tempo 100 machen wir nicht, weil das könnte das Wachstum der Autobranche gefährden. Selbst die Braunkohle wird mit Wachstumsargumenten begründet. Deswegen muss man sich mit dieser Frage auseinandersetzen und ich träume davon, dass sich die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die auch von der Bundesregierung bezahlt werden, endlich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wie könnte es weitergehen ohne Wachstum. Ein anderer, bitte. Ja, wir wollen nicht kleinlich sein, aber tatsächlich brauchen wir den wahrscheinlich nicht. Das können bitte an die Technik den zweiten Beamer auszustellen. Also meinetwegen, ich wäre dafür zu haben. Ein anderer Aspekt, warum zum Beispiel Unternehmen nicht einfach tun können, was sie für richtig halten, also auch ein systemischer Grund ist, stellen wir uns vor, Adidas, der Vorstand von Adidas würde heute verkünden, ab dem Jahr 2020 verkaufen wir nur noch ökofaire Turnschuhe. Am nächsten Tag würde die Aktie in den Keller abstürzen, und vermutlich müsste wahrscheinlich schon 3 Tage später der Chef seinen Posten räumen, weil das Kapital sein Vertrauen entziehen würde und das Geld abzieht. Und das machen die auch, weil sie denken, naja, dann gehen die Leute halt zu Nike und kaufen da die Schuhe und die Klamotten. Und Adidas geht dann den Bach runter. Das heißt, sie können nicht einfach tun, was sie für richtig halten. Und ganz interessant ist diese Befragung von den Vereinten Nationen. Da wurden 1000 Vorstände gefragt weltweit, wurden gefragt, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen? Und da haben 8 von 10 haben darauf geantwortet, dafür brauchen wir radikalere Vorgaben der Politik. Ist das nicht faszinierend? Dieser Hilferuf von Unternehmern nach politischen Rahmenbedingungen. Das war natürlich anonym, ist klar. Offiziell würde keiner von denen das wahrscheinlich sagen, aber trotzdem ist das ein ganz wichtiges Signal. Auch Kommunalpolitiker befinden sich in einem Wettbewerbsdruck. Nur so ist zu erklären, dass es so viele Provinzflughäfen gibt, in der Hoffnung, dass zum Beispiel Kassel-Calden eines Tages noch eine internationale Top-Destination wird. Das ist, wenn man so will, jetzt alles zusammen gesehen, eine gigantische Geldverdampfungsmaschine. Ein anderer systemischer Hemmnisfaktor sind unsere Subventionen. Wir
finanzieren Umweltzerstörung mit jährlich 50 Milliarden Euro Steuergeldern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und nur ein Beispiel davon ist die Tierhaltung. Jedes Rind, da könnte jetzt der Ton kommen, aber egal, da gibt es noch eine musikalische Untermalung, damit es richtig dramatisch wird. Jedes Rind wird in Europa täglich mit 1,5 Euro ungefähr subventioniert. Jedes Rind emittiert auch sehr viel klimawirksames Methan, das ist auch ein Problem. Aber wenn man sich vorstellt, dass mit diesem Betrag, dass die Hälfte der Weltbevölkerung weniger als diesen Betrag täglich zum Leben zur Verfügung hat, merkt man den eigentlichen Skandal, der dahinter steckt. Und mit der Subventionspolitik der Agrarindustrie haben wir erreicht, dass sie mittlerweile die Menschen für 100 Gramm Hackfleisch genauso viel ausgeben wie für Katzenfutter. Hier das Festtagsragout mit zarter Gans nach traditioneller Art. Warum, das waren jetzt die systemischen Aspekte, kommen wir zu uns als Person, warum tun wir als Mensch, wir als Individuum nicht das, was wir für richtig halten? Einmal neigen wir zur Expansion, aus verschiedenen Gründen, aber ein Beispiel für diese Expansionsneigung ist die Neubautätigkeit. Man muss sich klar machen, die Bundesrepublik ist eigentlich geschrumpft. Über Jahrzehnte geschrumpft bzw. stagniert. Und wir haben trotzdem eine rege Neubautätigkeit. Und momentan sind 250.000 neue Wohnungen pro Jahr. Das sind in 4 Jahren 1 Million neue Wohnungen. In einer Nation, die eigentlich stagniert. Städte wie Essen, Gelsenkirchen, Recklinghausen haben eine massive Neubautätigkeit, obwohl sie stagnieren oder schrumpfen. All diese Flächen müssen beheizt werden und das bringt, diese Expansionseffekte bringen es mit sich, dass viele Effizienzerfolge kompensiert werden. Dass es halt mit dem Klimaschutz nicht mehr so gut vorangeht, wie wir das eigentlich vorhaben. Beim Kraftstoffbereich ähnlich. Trotz aller Effizienz verbrauchen wir immer mehr Kraftstoff, beziehungsweise ist kein Rückgang zu verzeichnen. Und der Gipfel unseres PS-Wahns sind diese 2,5 Tonnen Material, in der in der Regel nur ein Mensch transportiert wird. Hausfrauenpanzer, sagte neulich jemand bei einem Vortrag. Ich habe neulich in einer Stadt dieses Schild auf dem Auto gesehen, hat jemand da draufgeklebt, eine Penisverlängerung wäre klimafreundlicher als dieses Angebeauto. Kühlschränke sind häufig schon so groß wie mein Kleiderschrank zu Hause. Und da steht dann auch noch drauf A++. Das ist allenfalls effiziente Verschwendung. Fernseher sind so groß, dass man den empfohlenen Sitzabstand gar nicht mehr einhalten kann. Und wir sind persönlich betrachtet hervorragende Verdrängungskünstler. Das merkt man ganz besonders an der Tierliebe in unserer Gesellschaft. Bei Hundehaltern ist häufig ein Foto von dem Tier neben den anderen Familienmitgliedern an der Wand anzutreffen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Diese Menschen würden sofort unterschreiben, dieses Tier, mein Hund hat eine Seele. Die gleichen Menschen kaufen, ohne darüber nachzudenken, das billigste Fleisch im Supermarkt und nehmen damit martialische Tierhaltung in Kauf. Das nenne ich gelebte Schizophrenie. Das kriegen wir einfach so hin und das hilft auch nichts, wenn ich den Menschen das zum Vorwurf mache. Die Frage ist, wie können sich die Dinge ändern, ohne mit denen diese moralische Diskussion zu führen. Und selbst die Ökos schaffen nicht das umzusetzen, was sie eigentlich wollen. Das ist eine Siedlung an der Stadtkante von Hamburg. Ich habe da Bekannte, die wohnen da in der Ecke. Und von denen habe ich die Geschichte erfahren, dass in dieser Baugruppe dort wurde alles versucht, richtig zu machen. Also da gibt es Nullenergiehäuser, Solarenergie und eine sehr, sagen wir mal, ökologisch ausgerichtete Mentalität. Die halten sich für die Speerspitze der Umweltbewegung. Zum Beispiel hieß es in der Dorfpostille dort, ich habe neulich Milch-Tetrapacks im Müll gesehen, ich musste heulen. Man soll doch die Milch beim Bauer um die Ecke kaufen. Also hochmoralisch. Und dann ging es bei der Gestaltung der Freiflächen darum, also in der Baugruppe plant man ja gemeinsam, um die Wäscheleine. Und da hat man kollektiv beschlossen, die Wäscheleine, das sieht hässlich aus, haben sich alle Wäschetrockner angeschafft. Das sind unsere Ökos, die wohnen in einer Gegend, wo man auf jeden Fall ein Auto braucht. Die fliegen mindestens einmal im Jahr. Und sie fliegen alle 2, 3 Jahre nach Thailand oder Ägypten, egal. Sie tun es, weil sie es können. Und das ist halt der Clou. Wenn selbst die das nicht schaffen, wie sollen wir es von der breiten Bevölkerung erwarten? Deswegen habe ich persönlich die Hoffnung daran aufgegeben, die Einzelnen irgendwie zu überzeugen. Und deswegen aus dieser Idee heraus ist das Buch der Ökoroutine entstanden. Nun, kleine Schmankerl noch.
Ich weiß nicht, warum jetzt immer diese Grafik fehlt. Jetzt wird nochmal eine Wäscheklammer abgebildet. Und ich habe jetzt für alle eine Wäscheklammer dabei, die können Sie sich mitnehmen. Kann sich jeder eine rausnehmen. Nehmen wir die Packung. Setzen Sie da die Packung bei, dann sieht man eine Botschaft drauf. Alte Erinnerung da. Zumindest. Und der Strombedarf der privaten Haushalte in den USA geht zu 6% nur auf Kosten der Wäschetrockner. Das ist echt eine ganze Menge. Und wir sind auf dem besten Weg, amerikanische Verhältnisse zu kopieren. Nun ist es so, dass ich mal geguckt habe, wie sich das entwickelt hat mit dem Wäschetrockner in Deutschland. Und seit ein paar Jahren stagniert der Ausstattungsgrad. Ich verteile ja auch schon seit einigen Jahren die Wäscheklammer. Fragen wir mal unseren Nachbarn, oder fragen Sie mal Ihren Nachbarn zu Hause, ob ihm der Klimaschutz egal ist. Er wird sagen, oh, das ist ganz wichtig, Klimaschutz ist ganz wichtig, steigt in ein Auto, fährt zum Flughafen. Weil sich jeder alleine denkt, das bringt doch nichts, wenn ich alleine mein Verhalten verändere, alle anderen machen noch weiter wie bisher. Das ist ganz rational und verständlich. Das Problem ist, dass dieses individuell rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis führt, denn niemand will die globale Erwärmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass sich quasi die Idee der Nachhaltigkeit verselbstständigt, ohne dass wir tagtäglich bei jedem Produkt, das wir im Laden kaufen, darüber nachdenken müssen. Und das funktioniert. Das zeigt sich sehr gut an der Geschichte des Rauchens. Als ich 14 war, war es noch etwas ganz Normales, wenn Eltern im Auto gesessen haben, geraucht haben und hinten waren die Kinder drin. Da hat sich niemand darüber aufgeregt. Heute gilt das fast als Körperverletzung. Da ist die Aufregung groß und man muss befürchten, angezeigt zu werden. Was ist passiert? Sind die Menschen plötzlich vernünftiger geworden? Ich glaube nicht, dass das nur die reine innere Vernunft war, sondern dass es an einer aktiven Politik lag, an verschiedenen Steuerungsebenen. Beispielsweise hat man Tabak immer teurer gemacht. Man hat Kampagnen gefahren, wie zum Beispiel diese Unterschrift der EU Gesundheitsminister rät, so ganz klein, man konnte es kaum erkennen. Bis hin jetzt zu Rauchen ist tödlich und jetzt zu den Schockbildern. Und man hat Rauchverbote eingeführt, in Gaststätten zuletzt, aber erstmal im öffentlichen Raum, das immer weiter eskaliert. Und man hat Werbung zurückgefahren, systematisch die Werbung runtergefahren. Und dann merkt man, wie hier wunderbar verschiedene Strategien verfolgt worden sind, die ganz im Sinne der Strategie der Ökoroutine sind. Und das hat etwas mit uns gemacht. Die Menschen rauchen weniger und es hat sich, sagen wir mal, durch diese strukturellen Veränderungen hat sich auch etwas sozial-kulturell verändert, hat sich unsere Selbstwahrnehmung verändert. Und das ist das Faszinierende. Wo steckt denn jetzt die Routine? Also unsere Kultur, unsere Routinen können sich ändern, aber eines müssen wir uns klar machen, Routinen sind neuronal. Ganz tief verankert, da kommt man ganz schwer dran. Wenn man also ein neues Verhaltensmuster erlernt, eine neue Tätigkeit, dann wird zunächst die Großhirnrinde aktiv, das kann man wunderbar am CT beobachten. Aber wenn eine Handlung zur Gewohnheit wird, zur Routine, das kann man auch im CT sehen, findet ganz tief im Gehirn neuronal statt. Und an diesen harten Kern ranzukommen, das ist die große Herausforderung. Was ändert denn die Routine? Routinen können sich ändern durch ein Umfeld, welches diesen Änderungsprozess unterstützt. Das habe ich mit dem Rauchbeispiel gerade beschrieben. Das soziale Umfeld kann das sein. Zum Beispiel macht sich diese Idee Weight Watchers zunutze. Nicht? Man checkt sich gegenseitig ab, ob das geklappt hat mit der Diät oder nicht. Und das kann auch das objektive Umfeld sein, wie beispielsweise das Rauchverbot in Gaststätten. Der Vorteil ist hier jedoch, der große Vorteil beim Klimaschutz, unsere Routinen können sich hier viel leichter ändern als unsere Ernährungsgewohnheiten oder die Rauchgewohnheiten. Effizienzstandards wie hier im Neubau,
die sich systematisch immer weiter verschärft haben in der Europäischen Union, an das Entscheidungsverhalten der Bauherren verändert, ohne dass sie bewusst darüber nachgedacht haben. Ab 2021 wird das Null-Energie-Haus in der ganzen Europäischen Union zum Standard. Und ich habe auch schon mit dem Energieberater, der hat sich auf das Buch hin dann bei mir zurückgemeldet und sagte, Herr Kopatz, ich finde das genau faszinierend, dass Sie das sagen. Ich als Energieberater habe es jetzt viel leichter mit meiner Beratung, seit sich diese gesetzlichen Vorgaben so weit verändert haben. Und mal das Beispiel übertragen. Das, was wir hier machen, ist ungefähr so, als würde man den Nikotin- und Schadstoffgehalt einer Zigarette so weit durch Standards reduzieren, dass sie am Ende nicht mehr gesundheitsschädlich sind. Habe ich jetzt eigentlich einen Lacher erwartet, aber gut. Hat vielleicht nicht geklappt. Aber jetzt. Also, was brauchen wir beim Stichwort Kommerz für Gegenmaßnahmen oder was sind die Strategien der Ökoroutine? Wir müssen uns gegen die Werbung emanzipieren. Eine Sache, die mir vorschwebt, ist, wir zwacken von diesen 30 Milliarden 1% ab, vielleicht auch 2 oder 3% und finanzieren damit unter anderem Gegenwerbung. Wunderbar macht das regelmäßig das Greenpeace-Magazin auf der letzten Seite mit seinen keinen Anzeigen, wie hier zum Beispiel von über McDonald's. There is a little M in everyone. Gegenanzeigen. Man könnte sich ja vorstellen, dass nach der Tagesschau immer eine Gegenwerbung gesendet würde. Das wäre ein Mittel gegen die Kommerzialisierung. Ein anderes wäre auch im größeren Stil Werbeverbote, wie zum Beispiel hier in Sao Paulo alle größeren Flächen, die, ich weiß nicht, größer waren als 3x4 Meter. Und was ich mir auch wünsche, dass es das bald nicht mehr gibt. Dass wenn ich im Bus sitze oder in der Straßenbahn und durch so eine Scheibe gucken muss, ich muss sagen, das ist eine Demütigung für all diejenigen, die ihr Auto stehen lassen und ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen und zeigt zugleich aber auch, wie systemisch verankert die Kommerz- und Werbeindustrie in unserer Gesellschaft ist. Was heißt Ökoroutine im Bereich Ernährung? Ich habe eine Vision, die ganz einfach ist. Wir erhöhen die Standards in der Landwirtschaft, beispielsweise in der Tierhaltung, schrittweise innerhalb von 20, von mir aus 25 Jahren, auf die Vorgaben der artgerechten Tierhaltung oder des Ökolandbaus. Ich habe auch schon mit konventionellen Landwirten darüber gesprochen, die sagen, immer wieder dieses Wettbewerbsdilemma, wenn der Konkurrent in Dänemark und Frankreich mitziehen muss, ist das für mich eigentlich gar kein Problem. Dann brauchen wir auch keine Zertifizierung mehr von Ökobetrieben, weil alle sind ja Öko. Und der Landwirt, der halt nach 5 Jahren einen neuen Stall bauen muss, dann muss ich halt an den neuen Standard halten. Wichtig ist für die Landwirte nur, dass die anderen mitmachen. Und nach meiner Einschätzung ist das ein tragfähiges Konzept. Ich weiß, dass das nicht leicht umzusetzen ist gegen Monsanto und BASF. Das ist mir schon klar. Ohnehin, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden das nur umsetzen können gegen diese Industriezweige, so wie die Energiewende nur auf den Weg zu bringen war, gegen die großen Energiekonzerne und nicht mit denen Hand in Hand, wie sich das manche vorgemacht haben. Ein Beispiel jetzt gerade aus der Presse, der Ansatz, ein Intensiv-Tierhaltungsgesetz auf den Weg zu bringen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber das sind so Dinge im Sinne der Ökoroutine. Was heißt das im Verkehr? Ich habe auch hier einfache Vorschläge zu machen, die trotzdem realitätsfern erscheinen. Wir begrenzen die Zahl der Starts und Landungen und der Flugbewegungen in Deutschland und der Europäischen Union auf dem gegenwärtigen Niveau. Da würde man sagen, naja, ist doch keine so dolle Sache. Das ist politische Utopie. Ich kenne keinen Politiker, der sich trauen würde, das öffentlich zu sagen. Aber wir müssen die Expansion begrenzen. Wenn Flugzeuge effizienter werden, dann wird der CO2-Ausstoß nur zurückgehen, wenn wir nicht mehr fliegen. Das ist eine ganz einfache Wahrheit. Und sich dazu zu bekennen, das ist jetzt wirklich die Zeit gekommen. Das Gleiche gilt für den Straßenbau. Der Lkw-Verkehr wird prognostiziert in Deutschland, soll um 30% zunehmen. 30%. Und die Antwort der Bundesregierung auf diese Problematik lautet, wir bauen mehr Straßen. Das sagt jetzt auch der Bundesverkehrsvegetar. Ich muss sagen, wenn man es ernst meint und wenn man sich selbst ernst nimmt beim Klimaschutz, dann muss man die Expansion des Straßenbaus einfach jetzt auf dem gegenwärtigen Niveau begrenzen. Und das Geld, was übrig bleibt, nimmt man für den Erhalt der Straßen
Und das, was dann noch übrig bleibt, das nimmt man für die Investition in den Schienenverkehr, nämlich das Verkehrsmittel zu ertüchtigen, worauf es, was wirklich zukunftsfähig ist. Und nur noch einen Nebensatz. Meine Mutter meinte dann, aber Michael, das kannst du doch nicht machen, die Straßen sind doch verstopft. Und dann sage ich, ja, warum sind die Straßen denn verstopft? Weil die Unternehmen ihre Lager auf die Straße verlegt haben, just in time nennt sich das, weil wir Kartoffeln aus Ägypten kaufen, weil immer mehr überflüssige Produkte im Hamburger Hafen anlanden und quer durch Europa geschifft werden. Und weil selbst die Produktion einer einfachen Lasagne auf 15 Nationen verteilt ist, wo am Ende keiner mehr weiß, wer das Pferdefleisch reingemischt hat. Also angenommen, wir machen jetzt meine Vision, wird Realität, dann bleibt ja Geld übrig und das stecken wir halt in die Schiene, wie ich vorgeschlagen habe, und da besteht Nachholungsbedarf in der Bundesrepublik. Wir geben pro Kopf nur ein Viertel dessen aus, was die Österreicher für den Schienenverkehr ausgeben. Da hinzukommen, das ist ein wirklich, sagen wir mal, ein Ziel, wofür es sich zu streiten lohnt, Herr Pflege. Beim Hafenausbau, wenn ich das in Hamburg sage, nicht, da beißen die fast ins Tischbein, den Hafen nicht weiter auszubauen, natürlich gehört das mit dazu. Das waren jetzt utopische Vorschläge, aber was Realität ist, also einmal dieser Fahrplan mit den Effizienzstandards für Gebäude, das sind ja Fahrpläne, das war nicht von heute auf morgen, sondern war schrittweise, und da nimmt man Entscheidungsträger, Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger auch mit durch diese Fahrpläne. Das gibt Zeit. Es muss bloß klar sein, wo man hin will. Und ein Fahrplan verbirgt sich auch hier mit diesem CO2-Cap für die Pkw-Flotte der Hersteller. Das liegt jetzt noch bei, lag bisher bei 130 Gramm pro Kilometer für die Flotte insgesamt und wird jetzt reduziert auf 95 Gramm. Und dahinter steckt ein Fahrplan. Wenn man sich das vorstellt, dass man diesen Fahrplan weiter fortsetzen würde, könnte man im Jahr 2035 das emissionsfreie Fahrzeug zum Standard haben, machen. Man muss nur mutig sein. Aber bei der Autoindustrie ist es ja, na, wie ich schon sagte, es wird immer nur gegen gehen. Die Autoindustrie hat die blaue Plakette verhindert, wie wir erfahren haben, obwohl sie für alle Wettbewerber gleich gegolten hätte, also äußerst fair gewesen wäre. Und die blaue Plakette, das kann man so sagen, wäre aus meiner Sicht ein Innovationsmotor ganz im besten Sinne der Ökoroutine gewesen. Von allein kommt die Branche offenbar nicht drauf. Sie übt sich nur darin, solche Sachen zu verhindern. Der erste Diesel mit besonders niedrigem Rußausstoß kam aus Frankreich von Peugeot. Der Prius kam aus Japan. Der Tesla kommt aus den USA. Und das selbstfahrende Auto kommt von Google. Feinstaub, Stickoxide, Lärm, die Manager aus der Autoindustrie verdrängen und leugnen die Probleme. Und nach meiner Einschätzung, ich habe das mal hier von einem Zeitautor, den süddeutschen Autor, so gut auf den Punkt gebracht, die Firmen verhalten sich wie ein Schreibmaschinenhersteller, der Ende der 80er Jahre Millionen für die Entwicklung eines neuen Farbbandeinzuges ausgibt, statt in PC und Internet zu investieren. Also wir müssen die Branche quasi zum Jagen tragen, weil von alleine kommen sie nicht drauf. Das ist, glaube ich, gar nicht so verrückt, das so zu formulieren. Und wenn man bedenkt, die blaue Plakette wäre ein Innovationsmotor. Also ich sage mal so, statt den Bürgern für den Kauf eines Elektroautos noch ein paar tausend Euro hinterherzuwerfen, wäre es viel einfacher, wenn wir zum Beispiel diese blaue Plakette oder wie Oslo einfach zum Standard machen würden, ab dem Jahr 2022 kommen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Innenstadt. Ich sage Ihnen, dann verkaufen die Autos sich von ganz alleine. Ein anderer Lieblingsvorschlag von mir, Tempo 30 in den Ortschaften. Also, dass die Kommunen selber entscheiden können, an welchen Straßen 30 gefahren werden darf. Es ist wirklich faszinierend. Es ist ein kleiner Vorschlag, aber faszinierend. In meiner Heimatstadt Osnabrück hat ein Lärmminderungsgutachten ergeben, wenn wir Tempo 30 ist die Maßnahme, die den empfundenen Lärm auf einem Schlag halbieren würde. Fast halbieren. Diese einfache Maßnahme, die nichts kostet. Dadurch hinzu kommt, dass die Leute sich sicher auf den Straßen fühlen, dass nachweislich mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, der Bremsweg halbiert sich, es gibt weniger Verkehrstote und es kommt sogar niemand langsamer ans Ziel. Deswegen ganz faszinierend, und Graz hat das schon längst zum Standard gemacht. Eine andere Vision von mir ist, wir verändern die Strukturen und dann ändert sich auch die Mentalität. Wir reduzieren die Zahl der Stellplätze mit einem geheimen Fahrplan jedes Jahr um 2%.
So hat das beispielsweise Kopenhagen und Zürich gemacht, über viele Jahre. Und diese frei werdenden Stellflächen, die gestalten wir um, die begrünen wir. Dann sehen die Leute, dass sie was davon haben. Und Knoflacher zum Beispiel sagt, dass wenn die Menschen es etwas weiter zum Auto haben als zur U-Bahn, dann steigen sie eher in die U-Bahn. Und so ändern sich quasi auch diese, sagen wir mal, Routinen durch diese Infrastrukturen. Das ist ein Beispiel aus Salzburg, glaube ich, wo auch mal eine Straße umgestaltet wurde. Aktionen von Verkehr, die ich sehr schätze, damit die Menschen die Vorstellungskraft dafür kriegen. Aber es ist nicht nur Utopie, sondern in Seoul, bei dieser Straße hier über 6 Kilometer, hat der Bürgermeister gesagt, du kannst nicht mehr weiter gesehen. Die Straße sieht heute so aus. Exnovation nennt Harald Welzer das. Rückbau ist eigentlich teilweise die eigentliche Innovation heutzutage. Und wenn man ganz progressiv angeht, wie zum Beispiel die Züricher, dann schaltet man solche Anzeigen. Man lernt ja schon früh, dass man in der Stadt mit dem Auto nicht vorwärts kommt. Alle Politiker, Kommunalpolitiker begrüßen ja den Ausbau und die Förderung des Radverkehrs. Wie ernst das gemeint ist, das sieht man dann immer im Winter. Meistens sind die Radwege dann verräumt und spätestens dann weiß jeder Autofahrer, zumindest im Winter, bin ich auf mein Auto angewiesen. Das ist Kopenhagen. Dort werden, es ist wirklich schwer vorstellbar, zuerst die Radwege geräumt und dann die Straße, weil die sich sagen, naja, auf Autos, auf 4 Rädern ist man sowieso viel sicherer. Und außerdem breche ein Chaos aus, wenn mit einmal alle mit dem Auto in die Stadt fahren würden. Und auch dir wieder werden Gelegenheitsstrukturen geschaffen, die auch die Selbstwahrnehmung und die Routinen ändern, weil man als Radfahrerin sich anerkannt und gewertschätzt fühlt. Sag mal, Timmann, ich habe meine Uhr, läuft schon von Anfang an. Wie viel habe ich noch? 5 Minuten. Okay, also, das ist das Motto, was die Kollegen beim Radrennen getragen hatten. Burn fat, not oil. Das liebe ich, weil wir haben ja kein eigenes Auto, hat Timmann schon angekündigt. Und natürlich haben die Kinder öfters protestiert, als sie kleiner waren und haben gesagt, wieso müssen wir mit dem Fahrrad fahren und die anderen werden mit dem Auto gebracht. Denen habe ich natürlich nicht gesagt, ja, also Johanna, das tust du für die zukünftigen Generationen und für die Kinder in Afrika. Sondern denen habe ich gesagt, du brauchst die Bewegung. Du sitzt in der Schule, später da am Computer, dann willst du vielleicht noch was fernsehen, sitzen. Was du brauchst, ist Bewegung. Bewegung, Radfahren ist kein Opfer. Damit tust du dir selbst einen Gefallen, aber man merkt, Radfahren ist eine Frage der Haltung. Und überhaupt wird das Fahrrad als Verkehrsmittel völlig unterschätzt. Ich persönlich benutze jetzt unseren Anhänger regelmäßig da kann man leider auch nicht sehen, ich weiß nicht, warum das so ist, aber da ist jetzt abgebildet mein Fahrradanhänger, der vollgeräumt ist mit Einkäufen, um zu demonstrieren, dass ich zumindest in einigen Teilen tue, was ich für richtig halte. Thema Strom. Wir haben bewirkt, aber ich sag mal, wir haben Ökostrom schon zur Routine gemacht. 1/3 der Stromversorgung ist erneuerbar und wir werden diesen Weg weitergehen. Da können wir ganz optimistisch sein. Das haben wir gemacht durch gesetzliche Rahmenbedingungen. Die Rolle des Bürgers gehe ich gleich darauf ein. Ein anderer Ansatz hier, auch in der Kommunalpolitik manifestiert sich das. Dieser Penny hier, der hat ja keine Solaranlage auf dem Dach, weil die einfach was Altruistisches tun wollten, sondern weil die Stadt das als Vorgabe gemacht hat für diesen Penny, wenn er gebaut werden darf an dieser Stelle, dann musst du das machen. Das geht. Und das machen die dann auch ohne sich darüber aufzuregen. Ein anderes Beispiel dafür, dass die Logik der Ökoroutine in der Praxis funktioniert, ist die sogenannte Standby-Verordnung. Viele haben es gar nicht mitbekommen, dass alle Elektrogeräte, die man heute in den Läden kaufen kann, haben maximal 0,5 Watt Standby-Verlust. Das waren vor 10 Jahren noch 30, 40, 50 Watt Leerlaufverlust. Wir haben uns vom Wuppertal-Institut und die Energieberater haben uns im Mund fusselig geredet, um die Leute davon zu überzeugen, ihr Verhalten zu verändern. Sie haben dann im Laden doch auf die Größe des Fernsehers, die Auflösung geachtet und nicht auf Standby-Verluste. Hier hat sich das Produkt in der Ladentheke verselbstständigt und sag mal, die Nachhaltigkeit hat sich an diesem Beispiel verselbstständigt. Populärer war jetzt dieses Beispiel mit dem Staubsauger. Die Hersteller wussten seit 10 Jahren schon, dass ein Staubsauger für gutes Saugen nicht 2000 Watt braucht. Aber keiner hat sich getraut, den ersten Schritt zu machen, weil der Kunde immer gedacht hat, naja, laut und viel Watt ist gut, aber ist gar nicht besser. Und dann haben sich alle quasi an den Tisch gesetzt und gesagt, natürlich auf Druck der EU, und haben sich zu diesem gemeinsamen Standard von maximal 700 Watt jetzt geeinigt. In der Produktion, ich komme jetzt schon latent in die Schlussrunde. Bitte?
Ja, wir haben ja die Standby-Verordnung. Auch das ist für mich ein positives Beispiel, dass die zum Standard geworden ist, weil die LED-Technologie hätte sich mindestens 10 Jahre später erst durchgesetzt, so wie wir es jetzt kennen und gewohnt sind, ohne diese Vorgabe. In der Öko-Design-Richtlinie finden sich noch 50 andere Produkte, wo wir die Öko-Routine bereits umgesetzt haben, sage ich mal. In der Produktion wäre Öko-Routine beispielsweise die Verlängerung der Garantiezeiten. Auch hier ein ganz einfacher Vorschlag. Beispielsweise Handys. Wir verlängern die Gewährleistung des Herstellers von, ist jetzt ja momentan nur ein halbes Jahr, also von 2 auf 4 Jahre. Auf 4 Jahre. Nochmal von 2 auf 4 Jahre. Ein Beispiel, um das mal zu rechnen. Wir nutzen unsere Handys im Schnitt 4 Jahre statt nur 2 Jahre. Das würde den Ressourcenverbrauch für Handys halbieren. Durch diese einfache Maßnahme. Halbierter Ressourcenverbrauch. Weil die Hersteller natürlich, wenn sie wissen, das Handy muss 4 Jahre funktionieren, dafür auch sorgen würden, dass es das tut. Dass es reparierfähig wäre und so weiter. Und jetzt sagen manche vielleicht, der Kopatz, der will ja die Ökodiktatur, die ganzen Regeln und alles, der Staat. Nein, ich will die Ökodemokratie. Aber natürlich ist die Frage berechtigt, wo bleiben denn unsere Freiheitsrechte? Und man kann sich fragen, ist zum Beispiel die Anschnallpflicht ein Eingriff in meine Freiheitsrechte? Das ist es ohne Zweifel. Und die Leute haben sich auch nicht angeschnallt, als es keine Verpflichtung dazu gab und kein Bußgeld. Da hat der Polizist die Leute angehalten und da haben die sich belehren lassen und dann haben sich vielleicht kurz angeschnallt, dann war die Sache vergessen. Hat auch keiner gesagt, dann, huch, ich wusste gar nicht, wie gefährlich das ist. Sagt ja heute auch keiner, huch, ich wusste gar nichts von der globalen Erwärmung. So ist es ja nicht. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir in Artikel 2 des Grundgesetzes gucken, da steht ja drin, jeder ist so frei, solange er die Freiheitsrechte des Nächsten nicht einschränkt. Was ist denn mit den Freiheitsrechten der nächsten Generation? Die verletzen wir gerade zutiefst. Wenn wir die Freiheitsrechte der nicht geborenen Menschen mit in Anschlag bringen, dann kriegt Liberalismus eine ganz neue Perspektive. So betrachtet, könnte die FDP die Partei der radikalen Umweltpolitiker werden. Wir haben noch ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Und dann gibt es einige, die sagen, die so tun, als wenn es ein Recht auf PS-Stärken und Recht auf Raserei gäbe, also dass man ein Recht hat, 180 auf die Autobahn zu fahren. Das lässt sich durch nichts in der Verfassung ableiten, aber da steht ganz klar drin, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das steht da eindeutig drin. Und wenn ich bedenke, wie viele Tote wir alleine und Beschädigte wir alleine haben durch Stickoxide, was jetzt gerade prominent diskutiert wird, durch Lärmemissionen, 70.000 Schwerverletzte pro Jahr, 4.000 Tote pro Jahr. Ich würde mal sagen, das ist der größte systematische Verfassungsbruch in der Geschichte der Bundesrepublik, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das zum Thema Freiheitsrechte. Anderes Beispiel, zur Rolle des Staates. Per Dekret wird seit 1939 ist jeder verpflichtet, einen Stellplatz, einen Parkplatz vor seinem eigenen Haus bereitzustellen. Das wird vom Staat erzwungen, ob ich das will oder nicht, ob ich ein Auto habe oder nicht. Und in den 60er Jahren hatten wenige Leute ein Auto und trotzdem mussten sie einen Stellplatz bereitstellen. Und heute haben wir schon mal, Hamburg hat diese Satzung abgeschafft, weil sie wissen, das macht Immobilienlos unnötig teuer. Per Dekret wurden alle Straßen, die wir kennen, gebaut, wurden die Landschaften zerschnitten. Und ich sage immer, wenn wir beim Straßenbau genauso behutsam und demokratisch vorgegangen wären wie beim Ausbau der Stromnetze, hätten wir wahrscheinlich nur ein Drittel der Autobahnen und Straßen, die wir jetzt kennen. Wirklich die Schlussrunde. Es hieß jahrelang, die Politik soll sich rausziehen, der freie Markt, der soll sich am besten selbst überlassen bleiben. Das stimmt nicht. Die Politik muss die Richtung vorgeben. Und die Bürger brauchen wir, damit sie diese Richtung einfordern. Es ist so, dass, ich sag's mal so, mit diesem Beispiel, das ist Emilia, meine jüngere Tochter, vor einer Windkraftanlage, die jetzt schon über 20 Jahre alt ist. Und nur 100 Meter daneben steht diese moderne Anlage. Und man sieht, dass innerhalb dieser Zeit haben sich Dinge verändert. Da wussten Unternehmer, dass es sich lohnt zu investieren, wussten Anleger, es lohnte sich zu investieren. Man hat
in Entwicklung und Forschung investiert. Und das Potenzial der Windkraft alleine an diesem Beispiel zeigt, dass Politik den Unterschied macht und dass es richtig ist, die richtige Richtung vorzugeben, die Innovationsrichtung hier in diesem Fall. Und deswegen ist die Ökoroutine auch ein Appell an mutige Politik. Allerdings gehört beides zusammen. Und das zeigt das Beispiel, das Aachener Modell. Dort wurde nämlich das Gesetz für erneuerbare Energien quasi erfunden, auf kommunaler Ebene. Und Bürger haben dafür gekämpft, gegen die Stadtwerke, gegen die Gerichte. Und irgendwann kam dieses Aachener Modell, was die Einspeisevergütung ist. Und irgendwann wurde es 1992 zu einem kleinen Gesetz auf Bundesebene und dann das große EGE 1998. Und an diesem Beispiel merkt man, dass beides zusammengehört. Das Engagement vor Ort, diese Laboratorien vor Ort, wo Menschen etwas ausprobieren, dass sie zeigen, dass etwas funktioniert und geht, aber irgendwann sollte die gute Idee zum Standard gemacht werden. Und wirklich zum Abschluss, was wir noch brauchen, ist Widerstand. Widerstand gegen die Zerstörung der künftigen Überlebensgrundlagen, Widerstand gegen die Dummheit, Widerstand gegen die Macht des Geldes, Widerstand gegen die Verführbarkeit seiner selbst, leichthin zu sagen, ist mir auch egal, es kommt auch auf mich nicht an. Nichts ist egal, nur auf Sie kommt es an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Michael. Danke für die Vorstellung mit abgesangener Musik sogar hier. Ja, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Eine Fülle von Vorschlägen und ein Ritt durch die Bedarfsfelder und durch die Bereiche. Ich gebe jetzt sofort das Wort an Herrn Professor Hubert Weiger vom BUND. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute Abend hier ist. Und jetzt als nächster mit einem Statement hier auf der Bühne dann in unsere anschließende Diskussion einleiten wird. Herr Weiger, bitteschön. Ja, besten Dank, lieber Herr Santarius, für die freundliche Begrüßung, vor allem lieber Michael Kopatz, nicht nur für das Referat, sondern für dieses, ich glaube, ohne Übertreibung wichtige und vor allem mutmachende Buch. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Stichwort ist ja bereits gefallen, zukunftsfähiges Deutschland, in dem wir auch mit Hilfe des Wuppertal-Instituts ja als BUND den schwierigen Versuch unternommen haben, aus der zweiten UNO-Konferenz in Rio Konsequenzen jetzt nicht für die Welt zu ziehen, sondern für Deutschland. Vorgänger waren ja Studien in den Niederlanden und wir haben dann zukunftsfähiges Deutschland auf den Weg gebracht und dieses Buch hat ja Furore gemacht. Und ich habe in Vorbereitung auf den heutigen Abend mal so einiges wieder quergelesen in diesem Buch. Und habe mich sehr darüber gefreut, dass manches, was damals scheinbar große Utopie war, zunehmend Realität wird. Das Buch Zukunftsfähiges Deutschland 2 war nicht mehr so erfolgreich in der öffentlichen Diskussion. Es war für manche scheinbar nur die Fortführung, aber das, was auch an vielen neuen Ideen hier formuliert worden ist, dass wir in der Tat gefordert sind, nicht nur uns zu engagieren für die für richtig erkannten Ziele, sondern dass wir auch gefordert sind zu diskutieren, was der Zielerfüllung dagegen steht. Aus dem, glaube ich, haben Sie jetzt ein exzellentes, möchte sagen, epochemachendes Werk verfasst. Und dafür ein herzliches Dankeschön, denn Ihr Buch macht nicht nur Mut durch die zahlreichen Beispiele,
Es macht nicht nur Mut, weil es Lösungen aufzeigt, sondern weil es sich in einer absoluten Klarheit auseinandersetzt mit den Gründen, warum wir uns so schwer tun. Wir, sage ich, als breite Umweltbewegung. Und es macht klar, dass es eben nicht ausreicht, an die Menschen zu appellieren, dass es nicht ausreicht, entsprechend Richtiges zu formulieren, sondern dass wir auch die Politik fordern müssen, wieder die eigene Verantwortung wahrzunehmen, nämlich Rahmen zu setzen, um damit entsprechendes Verhalten auch zu ermöglichen. Und das heißt auch Rahmen setzen, die intelligent sind, Grenzen aufzuzeigen, Strukturen zu verändern und letztendlich damit auch entsprechendes Verhalten ermöglichen. Ich empfinde zum Beispiel es als tragisch, dieses Unterlassen der Rahmensetzungen der Politik in einem zentralen Feld, in dem ich mich seit vielen Jahrzehnten beschäftige, nämlich dem Verbrauch unserer Böden, weil das ein partiell irreparabler Prozess ist, der in vielen Fällen sich nicht spektakulär, sondern schleichend vollzieht, wo auch die Zahl des täglichen Landverbrauchs von 70 Hektar niemanden mehr zur Empörung bringt. Denn mit 70 Hektar kann sich der normale Bundesbürger nichts vorstellen. Er rechnet es dann vielleicht um in die Quadratmeterzahlen seines Gartens. Aber es ist eine abstrakte Größe. Und die wenigsten machen sich klar natürlich, was das im Einzelnen bedeutet. Wir haben nun genau hier, und Sie haben das sehr treffend auf den Punkt gebracht, eine völlig andere Zielsetzung der Politik, nämlich das 30-Hektar-Ziel seit Jahren als maximaler Flächenverbrauch, wobei zu diskutieren ist, ob nicht dieses 30-Hektar-Ziel zu einem 0-Hektar-Ziel werden muss. Aber es passiert in der Praxis genau das Gegenteil, weil die Politik sich aus ihrer Verantwortung zurückzieht und wir schaffen Strukturen durch alle neuen Gewerbegebiete, die nur ein einziges Kriterium haben, nämlich Anschluss an die Autobahn, dass wir gar nicht mehr zurück können dann am Ende zu anderen Lösungen, weil wir die falschen Strukturen, die dann jahrzehntelang wirken, geschaffen haben. Und das haben Sie sehr treffend ja auch an vielen Beispielen klargemacht, wie notwendig es ist, Strukturen zu verändern, um entsprechende letztendlich auch Zukunftsmöglichkeiten zu erhalten. Aber Sie haben eben, wie gesagt, auch, und das kommt, und das, dafür bin ich Ihnen auch persönlich sehr dankbar, weil man ja auch in der Routine des Alltags eines engagierten Natur- und Umweltschützers manchmal zu wenig reflektiert, was tatsächlich erreicht worden ist. Stichwort Stand-by. Das ist, glaube ich, viel zu wenigen bewusst geworden, was wir hier tatsächlich, und zwar mit Hilfe nicht Deutschlands, sondern mit Hilfe der vielgescholtenen EU erreicht haben. Genauso wie wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten nur noch mit Hilfe der EU entsprechende zentrale Fortschritte durchsetzen konnten. Leider Gottes hat die EU dann Begriffe, Stichwort Ökodesign-Richtlinie, mit denen normale Menschen dann nichts mehr vorstellen können, die tatsächlich auch die breite Wirksamkeit dann deutlich erschweren. Aber Ihr Buch, wie gesagt, macht Mut, nämlich Stichwort, und das erlebe ich auch zunehmend, und ich war gerade am Wochenende ja bei dem Fachkongress Wir haben es satt, wo sehr viele junge Menschen aus Berlin dabei waren, sich engagiert haben, in den Arbeitskreisen, in den Arbeitsgruppen engagiert mitdiskutiert haben, dass eben nicht nur im Bereich Rauchen sich ein massiver gesellschaftlicher Wandel vollzieht,
Ich persönlich hätte es auch nie für möglich gehalten, mal ein Oktoberfest in München zu erleben, in dem nicht geraucht werden darf. Das haben wir übrigens dann mit Hilfe eines Volksbegehrens noch durchgesetzt, einen Überbietungswettbewerb, wer mehr fordert. Aber ich erlebe das Zug um Zug im Bereich des Ökolandbaus, dass aus diesem kleinen, zarten Pflänzlein entsprechendes Großes wird. Nämlich, dass tatsächlich wir zum ersten Mal, glaube ich, es schaffen, dass die Menschen sich wieder mit Nahrung auch klar werden. Sie können über die Nachfrage nach entsprechenden Produkten nicht nur etwas tun für die eigene Gesundheit, sondern auch politische Prozesse in Gang bringen. Und wenn der Fleischkonsum in den letzten Jahren beginnt zu sinken, dann ist das schon ein Zeichen, welches zu entsprechenden Umdenken Mut macht und zeigt, jawohl, die Arbeit ist nicht umsonst. Von daher glaube ich, ist Ihr Buch eine möglichst breite Diskussion in der Öffentlichkeit zu wünschen, auch durchaus kontroverse Diskussion. Es fordert die Politik in einer singulären Weise, weil es eben dazu führt, dass man nicht sagt, ihr müsst euch verändern, sondern beides ist notwendig. Das Engagement der Einzelnen genauso wie das Handeln der Politik. Und da gibt es Zeichen der Hoffnung, aber es gibt natürlich auch erhebliche Widerstände. Deshalb ist es notwendig, auch darüber nachzudenken, wie wir tatsächlich diese Prozesse verändern können. Stichwort, wir erleben die Handelsabkommen, die uns mit nationalen Einwirkungsmöglichkeiten drohen, massiv auszuhebeln. Das heißt, wir erleben die Verlagerung zentraler Entscheidungen auf eine demokratisch nicht mehr zu kontrollierende Ebene. Und das sind damit Prozesse auch der Entdemokratisierung. Und deswegen glaube ich, sollten wir dann auch darüber nachdenken, wie wir durch mehr Demokratie, und zwar sowohl auf kommunaler wie auf nationaler, wie auch auf supranationaler Ebene, durch mehr demokratische Elemente diese Prozesse beeinflussen können. Denn bei allem Positiven, was ich über die EU gesagt habe, dort, wo es dann tatsächlich entscheidend wird, versagt auch nach wie vor die EU uns demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten und haben wir ein Parlament, welches zentrale Rechte eines demokratisch gewählten Parlamentes bis heute nicht hat. Wir haben also erhebliche Demokratiedefizite und ich glaube, dass genau das notwendig ist, um auch die Politik wieder in ihre originäre Verantwortung zu nehmen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Weiger, für diese erste Runde an Kommentaren und auch weiterführenden Gedanken zum Buch. Ich darf jetzt unsere weiteren Panelisten aufs Podium einladen und auch nochmal den Autor Michael Kopatz. Gehört haben wir ja schon Herrn Professor Weiger, Vorsitzender des BUND, eines der größten deutschen Bundesverbände. Dann haben wir natürlich hier neben Michael Kopatz als Autor, den kennen Sie jetzt auch schon, den muss ich Ihnen nicht nochmal vorstellen, Herrn Dirk Pflege von Allianz pro Schiene. Herzlich willkommen hier. Und zu meiner Rechten dann Herrn Felix Allers von Froster. Herzlich willkommen. Und ich schlage vor, wir machen jetzt hier eine kleine Gesprächsrunde, auch gerne immer wieder an den Autor selbst gerichtet. Also am besten läuft es, wenn ich gar nichts mehr sagen muss als Moderator. Aber ich fange mal an mit ein paar Fragen. Und dann möchten wir gerne auch noch das Publikum später öffnen, vor allen Dingen für die Frauen, aber auch für alle anderen hier im Raum.
Herr Ahlers, vielleicht fange ich mal mit Ihnen einfach direkt an. Sie sind ja hier ein Unternehmer auf dem Podium oder der einzige von uns hier auf dem Podium, der als Unternehmer tätig ist. Und naja, einerseits sind ja die Unternehmen gerne auch dafür bekannt, dass sie sagen, wir machen das alles mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, bloß keine politischen Maßnahmen. Andererseits eher interessant, was wir von Michael Kuppertz gehört haben, dass doch dann, vielleicht wenn es eine anonyme Umfrage ist, sich 8 von 10 Managern mehr Standards von der Politik wünschen. Jetzt würde ich Sie gerne bitten, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, denn Sie hatten da, glaube ich, einiges an Anstrengungen unternommen in Ihrem Unternehmen Frosta. Und vielleicht können Sie da einfach mal berichten, was Sie da versucht haben und auch vielleicht auf welche Grenzen Sie dann dabei auch gestoßen sind. Geht es? Ja, sehr gerne. Hören Sie mich auch so, oder? Ja, wir haben, also bei uns ging es eigentlich im Jahr 2000 los, dass wir festgestellt haben, unsere Produkte essen wir selbst gar nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, woran liegt es eigentlich? Und es lag daran, dass wir tatsächlich uns so gedrängt gefühlt haben von auch teilweise den Kunden, aber auch den Händlern, dass wir eben jedes Jahr wieder die Produkte ein bisschen günstiger machen mussten. Dann mussten wir eben echte Lebensmittel durch Zusatzstoffe, Aromen, irgendwelche anderen Dinge ersetzen. Und irgendwann haben dann selbst wir gesagt, das schmeckt ja eigentlich gar nicht mehr, aber haben gehofft, dass es keiner merkt. Und wir hatten gleichzeitig mehr Lebensmittelchemiker als Köche gehabt bei uns. Also wir hatten fast gar keine Köche mehr, eigentlich nur noch Lebensmittelchemiker. Und es ging tatsächlich nur noch darum, dass man es irgendwie so hinbekommt, irgendwie, dass am Ende keiner merkt, dass sich das verändert hat. Es musste aber eben jedes Jahr immer wieder ein bisschen billiger werden. Und das war, wo wir dann auch gesagt haben, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verlassen das mal komplett und machen es mal so. Und ich hatte damals eine Kochlehre gemacht und haben dann gesagt, wir machen es wirklich mal so, wie man es so traditionell auch in der Küche macht. Und dann nach 2 Jahren hat es auch geklappt, das umzustellen. Es war ein ziemlich langer Weg. Wir haben dann die Hälfte der Produkte auch nicht mehr machen können. Und das ist dann leider dabei rausgekommen, dass wir gedacht hatten, jetzt machen wir genau das, was ja eigentlich jeder haben möchte, haben die Preise um etwa 15 Cent erhöht und passiert ist, dass wir ungefähr 40% weniger verkauft haben. Und das war natürlich dann schon auch schwierig, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben eigentlich einen guten Willen und wir denken, wir machen das, was die Leute auch uns sagen oder möchten, was wir auch gerne selbst essen möchten. Nur das Ergebnis war dann eben doch ziemlich niederschmetternd, was uns dann auch gezeigt hat, dass es eben nicht so einfach ist. Wir haben dann viel korrigiert und haben sicher auch Fehler gemacht. Wir haben es zum Glück irgendwie geschafft, am Ende das hinzubekommen. Ich muss aber auch sagen, es war immer sehr knapp, weil natürlich alle zu Beginn gesagt haben, unsere Wettbewerber, okay, das schaffen die sowieso nicht. Das erledigt sich von alleine. Dann hat es aber trotzdem irgendwie funktioniert, ein bisschen jedenfalls. Und dann haben natürlich alle versucht, uns zu kopieren. Und zwar so zu kopieren, dass man es eigentlich auf der Verpackung vorne nicht erkennen konnte. Und das war dann eigentlich, und da kam dann dieses Thema, was wir eigentlich täglich erleben, auch heute noch, dass wir sagen, immer dann, wenn irgendwas mal irgendjemand anders macht, dann ist sofort eine riesige Lobby da, von der Industrieseite auch, die sagt, hier geht es ja irgendwie an unser eigentliches Geschäft. In unserem Fall war das jetzt, sagen wir mal, diese Zusatzstoffindustrie. Und die dann gesagt hat, hier können wir mal gesetzmäßig gar nichts ändern, weil das würde ja für uns dann ganz schlecht aussehen. Und das passiert permanent und auch heute wieder. Und Sie haben vielleicht mal was von der Lebensmittelampel gehört. Da ging es eigentlich darum, dass man sich über Farben besser orientieren kann im Supermarkt, was man für Produkte isst. Und auch das wurde von der Lobby der Lebensmittelindustrie komplett ins Abseits befördert. Und die Politik hat es nicht getraut, das umzusetzen. Wir haben es damals aufgedruckt auf die Verpackung, mussten es dann aber auch zum Schluss nach 1,5 Jahren, wo wir gemerkt haben, keiner zieht mit, war das sinnlos, weil natürlich diese ganze Ampel von der Vergleichbarkeit lebte und machte keinen Sinn für uns, einfach weiterzumachen. Aber es zeigt eben doch, wie Sie in Ihrem Beispiel auch sagen, einerseits finde ich es ganz interessantes Beispiel, dass Sie sagen, es muss die Politik, die Wirtschaftsführer sagen, sie wollen Unterstützung von der Politik haben. Nur oft, wenn dann mal harte Entscheidungen getroffen werden, ist sofort eine riesige Lobby dabei, die auch über Brüssel und über alle Kanäle versucht, jedmögliche Veränderung im Keim zu ersticken. Vielleicht nur ein letztes Beispiel, nur dass Sie auch mal gehört haben, weil es gerade über die Lasagne geht und 15 verschiedene Hersteller oder 15 verschiedene Ursprungsländer. Wir haben uns vor kurzem gesagt, dass es eigentlich komisch ist, dass wenn Sie heute einen Apfel kaufen oder eine Tomate, dann steht eine frische, dann steht oder muss immer draufstehen, wo sie herkommt. Das ist ja eigentlich auch gut und will man ja eigentlich auch wissen.
Sobald Sie aber die Tomate oder den Apfel eingefroren haben, müssen Sie das nicht mehr. Das heißt, es gibt lebensmittelrechtlich dann keine Verpflichtung mehr, auf der Packung draufzuschreiben, wo das herkommt. Wenn Sie heute einen Apfelsaft kaufen zum Beispiel, dann werden immer so kleine regionale Bilder darauf gemalt, dass Sie immer denken, das kommt so aus Ihrem Vorgarten. Tatsächlich ist heute ungefähr 99% des Apfelsaftkonzentrates kommt aus China. Bloß erwarten Sie das nicht, aber es muss eben auch auf den Apfelsaft nicht draufstehen. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn Sie als Verbraucher gar nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt das nachzuvollziehen, was tatsächlich passiert, dann sind Ihnen dann letztlich auch die Mittel genommen. Und das ist, wir haben uns dann, und dann nur das Beispiel war dann, dass wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich unsinnig, wir können das ja technisch organisieren, wir wissen ja, wo die Produkte herkommen und wir drucken es einfach auf die Verpackung. So, und dann haben wir es gemacht und dann war die Antwort der Lebensmittelindustrie, dass sie gesagt haben, ja, also das würde ja gar nicht gehen, weil man müsste ja dann permanent die Verpackung wegschmeißen, sobald sich mal ein Land verändert, müsste ja sofort die Verpackung weggeschmissen und neu gedruckt werden. Das wäre ja völlig unökologisch. Nur haben sie dabei nicht bedacht, dass es ja heute etwas moderner zugeht und dass man eben flexibel die Dinge drucken kann. Das heißt, auch unsere Verpackungen werden nicht mehr sozusagen einmal gedruckt und dann hoffen wir, dass sich nie was verändert, sondern wir drucken es und können aber die Zutaten, also die Herkunftsländer, jede einzelne Zutat flexibel aufdrucken. Das ist heute mit der Drucktechnik überhaupt gar kein Thema. Nur wird solch ein kleines Detail, was eben sowas ermöglicht, dann plötzlich außer Acht gelassen. Und da sagt die Industrie, nee, das ging alles gar nicht und wäre völlig unmöglich. Aber da sieht man eben auch, dass eben die Lobby da einen unheimlichen Einfluss hat. Und wie gesagt, die Politik richtet sich, und das ist eigentlich so mein das, was ich eben so immer lerne, dass die Politik dann sich extrem schnell an solchen Lobbygruppen orientiert und sagt, ja, nee, dann geht es eben nicht. Also das finde ich jetzt interessant. Sie haben nicht nur sozusagen gegen die Kollegen ankämpfen müssen, sondern auch wiederum gegen die Zulieferindustrie, in dem Fall zum Beispiel Zusatzstoffeindustrie, die nun Ihnen dann wiederum einen Strick draus drehen wollte, dass Sie da auf genau deren Produkte verzichten wollten. Jetzt frage ich mich doch nochmal, wenn es so wäre, dass man sich einfach nur zusammentun müsste und alle hätten die gleichen Standards, dann wäre ja keiner mehr wettbewerbsmäßig im Nachteil. Das müsste doch eigentlich in so einem Verband der deutschen Lebensmittelindustrie zum Beispiel dazu führen, dass man sich sagt, wunderbar, wir fordern die Politik nach gerade auf, vielleicht nicht nur deutschlandweit, sondern EU-weit Standards einzuführen. Ist das denn so? Können Sie dafür im Verband eine Mehrheit generieren? Ja, das ist genau das, was eben sehr schwierig macht, weil wenn Sie dann der Apfelsafthersteller sind, der alles aus China importiert und aber nicht raufschreiben möchten gerne, dass es aus China kommt, dann sagen Sie ja, nee, das ist aber jetzt kein gutes Gesetz, das machen wir jetzt mal nicht. So, und dann haben Sie natürlich, weil 99% kommt eben nun mal aus China, dann sagen eben ja alle anderen 99%, ja richtig, das machen wir mal nicht. Und der eigentlich einen Apfelsaft so herstellt, wie Sie es vielleicht lieber gerne möchten, der hat dann im Prinzip auch keine Stimme. Und das Gleiche gilt bei der Zusatzstoffindustrie, die ist eben riesig groß. Heute werden eben fast bei allen Herstellern diese Dinge eingesetzt. Und das ist natürlich dann die Lobby, die eine enorme Macht hat. Und dagegen anzukommen, das ist, es geht in kleinen Schritten. Es gibt auch immer wieder ein paar gute Beispiele, aber es ist eben schwierig auf Dauer. Wobei Sie als Froster könnten doch dann anbieten, Sie frieren den Apfelsaft ein und dann kann man ja wieder Deutschland draufschreiben. Nee, natürlich. Das war ein Scherz. Ja, gut. Ich möchte aber die Frage nochmal weitergeben an den Autor, Michael Kopertz. Wenn wir jetzt hören, dass es eben doch nicht ganz so einfach ist, weil der Aspekt des internationalen Handels da reinkommt und es eben nicht nur Unternehmen sind, die eben hier mit ihresgleichen konkurrieren, sondern eben auch mit denen, die aus entweder China importieren oder gleich sozusagen mit den chinesischen Lieferanten, die ja bekanntlich dank WTO, Welthandelsorganisation und anderen Abkommen eben teilweise auch hier recht freien Marktzugang genießen. Was sagt Öko-Routine dazu? Wie ist das Thema freier Handel dann dort behandelt? Das naja, haben wir eben nicht gehört. Es dürfen ja nur noch Waren eingeführt werden, die dann unsere Standards einhalten. Das macht die EU sowieso. Wenn wir 100%, wenn wir die Standards in der Tierhaltung erhöhen, dann müssen die Standards auch bei den Produkten, die eingeführt werden, dementsprechend diese Standards erfüllen. Das ist ja gerade die Diskussion auf der TTIP, dass teilweise die Standards, die wir haben, dann in Frage gestellt werden oder nicht mehr vorhanden wären. Also ich sag mal so, wie man durch TTIP solche Standards unterwandern kann, kann man durch ambitionierte Agrarwirtschaftspolitik die Standards auch erhöhen. Und dann ist die spannende Frage, Uwe, da stecken ja ganz viele Forschungsfragen noch drin, die wir bearbeiten können, glücklicherweise in dem Buch. Aber welche ist ja immer wichtig für Forschungseinrichtungen zu überlegen, wie geht es weiter? Was sind die nächsten Forschungsfragen? Und eine wäre halt, naja, was würde dann passieren, zum Beispiel mit den Herstellern im internationalen Ausland?
die werden ja womöglich weiterhin ein Interesse haben, ihre Produkte hier abzusetzen, weil das nun mal ein riesiger Markt ist mit 500 Millionen Konsumenten. Es ist ja nicht so, dass Samsung jetzt Fernseher mit Standby-Verlust von einem halben Watt herstellt für Europa und für die Amerikaner Geräte mit 30 Watt Standby-Verlust. Wir haben also durch diese Vorgabe die Standby-Geschichte zum internationalen Standard gemacht. Meine Vision, aber wie gesagt, das müssten wir prüfen und erforschen, wäre, dass ein Stück weit, zumindest auch in der Landwirtschaft, andere Länder sich an diesem Maßstab anpassen würden. Das ist, wie gesagt, hypothetisch. Und bei den Apfelsäften und so weiter wäre es letztlich das Gleiche. Ja. Gut, also wir bräuchten auf jeden Fall auch Standards für Produkte, die nach Deutschland oder in die EU importiert werden, damit sie sozusagen mithalten mit den, ich sage jetzt mal, Öko-Routine-Standards in den verschiedenen Bereichen. Herr Weiger, Sie haben es ja gerade angesprochen in Ihrer Rede, TTIP und CETA, die neuen Ungetüme der Handelsabkommen, die sich da anbahnen. Und das ist ja, der BUND ist ja auch ganz aktiv dabei, Argumente gegen diese Handelsabkommen zu sammeln und auch sogar zu mobilisieren, um auf die Straße zu gehen und so ähnliches. Wie sehen Sie das? Also einerseits gibt es sozusagen jetzt Vorschläge daran, viele, viele kleine politische Maßnahmen zum Umsteuern zu setzen. Das sind ja auch nicht alles nicht neue Vorschläge, also nicht alles nur neue Vorschläge in dem Buch, sondern auch einige, wo der BUND schon dran ist. Und dann aber kämpfen wir uns ab mit solchen Regularien wie TTIP und CETA, wo es eigentlich darum geht, genau das, was an Standards gesetzt werden müsste, nicht noch weiter auszuhöhlen. Wie gehen Sie mit dieser Diskrepanz um? Salopp gesagt, was bringt uns die Ökoroutine, wenn wir einfach erstmal zusehen müssen, dass wir TTIP und CETA und Ähnliches aushebeln? Also ich glaube, die Ökoroutine bringt uns da sehr viel, denn sie zeigt ja auch, dass es nicht einfach ist, entsprechende Lösungen durchzusetzen, dass es teilweise einen langen Atem braucht und auch massiven Widerstand und dass mit Appellen allein nichts erreicht ist. Denn dann setzen sich letztendlich immer die Interessen derjenigen, die die bessere und die größere Lobby haben, durch. Und das sind nicht die Interessen, die im Regelfall Interesse haben an zukunftsfähigen Lösungen. Also von daher ist das Buch auch hier durchaus ein ganz wichtiger Ratgeber, denn ich stelle ja auch fest an vielen Stellen, es ist heute notwendiger denn je, auch wieder Mut zu machen, ja, im Kampf gegen die Resignation, weil natürlich die Herausforderungen ja nicht kleiner geworden sind, sondern teilweise immer größer, und deswegen braucht es Mutmacher, ne, ob das Unternehmen sind, Unternehmer, die neue Wege gehen und die damit die Voraussetzungen schaffen, auch dass wir entsprechend solche Beispiele benennen können, um damit den Druck, den politischen Druck zu erhöhen, nach dem Motto, es geht, wenn man tatsächlich will. Und was das Grundproblem der gesamten Verträge ist, mit denen wir jetzt auf der internationalen Ebene, der bilateralen quasi EU, USA oder Kanada, ist, dass ja nicht die jeweils höchsten Standards zum Regelfall werden, sondern dann wäre das natürlich ein durchaus positiver Wettbewerb, wenn das jeweils Beste, ob das im sozialen, im ökologischen oder in kulturellen Bereichen ist, wenn das den Standard setzt, sondern es soll ja letztendlich das Gute ausgehebelt werden durch das ökonomisch Wettbewerbsfähigere, und das ist im Regelfall nicht das, was ökologischen oder auch sozialen Kriterien entspricht, nach unseren bisherigen Prinzipien des Produzierens und des Konsumierens. Und das ist der eigentliche Kampf. Setzt sich tatsächlich das Gute durch oder haben wir einen Wettbewerb nach unten? Und mit dem Argument, wir brauchen mehr Wettbewerb, wird genau das zum Ziel erhoben. Das möglichst billigste Produkt soll am preiswertesten überall angeboten werden. Und dagegen ist der massive Widerstand notwendig. Und die Tatsache wiederum, dass es gelungen ist, zum ersten Mal überhaupt Handelsabkommen zu einem Thema zu machen, politischer Diskussionsprozesse,
zeigt er nicht, natürlich nicht nur, dass wir hier Handelsabkommen haben, in denen es eben nicht nur um Zölle und um kleine Standards geht, sondern in denen zum ersten Mal unser gesamtes Leben letztendlich ökonomischen Prinzipien, und zwar kurzfristigen ökonomischen Prinzipien, untergeordnet werden soll. Aber dagegen ist es gelungen, ein breites Bündnis, das singulär ist, ins Leben zu rufen. Wir haben zum ersten Mal eben auch in Deutschland eben nicht nur die gesamte Umweltbewegung, sondern auch die Gewerkschaftsbewegung. Wir haben zum ersten Mal die Kulturbewegung. Der Deutsche Kulturrat mit 200 kulturschaffenden Organisationen ist mit dabei. Und wir haben auch Unternehmen dabei. Also das heißt, wir haben den Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, der eine Umfrage bei seinen eigenen Unternehmen gemacht hat, versprecht ihr euch was davon? Und da haben 80-90% gesagt, nein, sie erwarten sich nichts, ganz im Gegenteil. Also von daher ist auch der Widerstand nicht gegen die Wirtschaft gerichtet, sondern gegen die Wirtschaft, die daran verdient. Aber die Frage ist, wie können wir uns durchsetzen? Denn die Lobbys sind natürlich gewaltig. Ne? Die Lobby von Bayer und Monsanto sind mächtiger als die Lobby, die wir stellen, weil sie natürlich auch ganz andere Drohpotenziale haben mit zigtausenden von Arbeitsplätzen, Verlagerung etc. pp. Und das muss man sehen. Und deswegen bin ich auch persönlich so ein leidenschaftlicher Anhänger von direkten Demokratieelementen. Denn ohne diese direkten Demokratieelemente haben wir keine Chance, gegen diesen gewaltigen Druck was zu bestehen. Es ist ja hochinteressant, dass die EU es abgelehnt hat, tatsächlich eine europäische Initiative zu akzeptieren. Deswegen haben wir ja dann quasi eine selbstständige, freie Initiative durchgeführt, die aber natürlich im Gesetz so nicht vorgesehen ist in den EU-Verträgen und die deshalb auch nicht im Parlament als solche behandelt werden muss. Aber das ist der Skandal. Ja. Ja, klar. Und das denke ich, also Widerstand sozusagen ist die eine Frage, die wir ja auch schon vorhin im Vortrag gehört haben, aber eben auch nochmal die Idee der Allianzbildung und die Machtfrage. Ne? Ich denke, die Machtfrage ist auch etwas, was wir hier auf dem Podium gut und gerne noch diskutieren könnten, gerade im Zusammenhang mit Ökoroutine. Aber zur Machtfrage gehört ja auch immer, dass man gute alternative Vorschläge hat, die man ins Spiel bringen kann. Und da möchte ich doch den Ball nochmal zu dir zurückgeben, Michael. Du machst ja Vorschläge als Alternative zu TTIP in CETA, nämlich ein Konzept, was du Wirtschaftsförderung 4.0 nennst. Vielleicht kannst du, das ist nämlich in deinem Vortrag nicht vorgekommen, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz zwei Sätze zu sagen und auch nochmal den Ball aufgreifen von Herrn Weiger. Was sind denn die Alternativen zu diesem Race to the Bottom und dem internationalen Handel, den wir eigentlich nicht unbedingt aus ökologischen Gesichtspunkten und auch nicht aus sozialen haben wollen? Ja, also die Wirtschaftsförderung 4.0, das ist geboren aus einer Überlegung, naja, ich kann jetzt als kleiner Wissenschaftler da das Szenario einer Postwachstumsgesellschaft jetzt nicht umreißen, aber wie wäre es jetzt auf kommunaler, regionaler Ebene? Das war so die erste Überlegung und wie kann eine Kommune krisenfester wirtschaften, also weniger abhängig vom Wachstum sein. Und diese Grundidee, dieses Kapitel beinhaltet 5 Strategien, aber im Kern haben sie 2 Leitstrategien. Einmal die Stärkung der regionalen Wertschöpfung, also dass die Menschen durch verschiedene Instrumente und Konzepte motiviert werden, wieder Produkte vor Ort zu kaufen. Und die Gemeinwohlwirtschaft, die Bindung der Rendite an die Region. Das ist ja vielen, ich glaube auch Unternehmen vor Ort gar nicht so bewusst oder auch Verbänden, die zum Beispiel sagen, ja, TTIP ist eine gute Sache und zugleich auch sagen, ich bin für Regionalwirtschaft. Das widerspricht sich und vielen ist das gar nicht so bewusst. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, auch in der Öffentlichkeit und dabei zum Beispiel solche Sachen zu unterstützen, wie solidarische Landwirtschaft und so weiter, und zwar systematisch von Seiten der Wirtschaftsförderung, das ist so die Grundidee, die ich da ausarbeite, in einem immerhin 40 Seiten langen Kapitel, wo dann verschiedene Elemente dieser, ich sag mal, anderen Formen der Wirtschaftsförderungspolitik skizziert werden.
Ja, ich finde das eine tolle Idee, die du da aufmachst. Das können wir jetzt leider nicht vertiefen, aber ich gebe einfach mal den Ball an Sie, Herr Ahlers. Können Sie da, also über die Standards haben wir uns eben schon unterhalten, da fand ich Sie ja sehr offen. Können Sie damit was anfangen? Kommunale Wirtschaftsförderung eben nicht mehr, um dem Wettlauf des internationalen Wettbewerbs nachzukommen, sondern um genau das Gegenmodell zu fahren. Was würden Sie da in Ihrem Unternehmen für Feedback zu bekommen, wenn Sie das vorschlagen? Ja, also grundsätzlich ja. Ich glaube, das würde sich, oder so habe ich zumindest verstanden, dass es sich auch an Unternehmen richtet, die eher ein bisschen kleiner sind, auch gerade ein bisschen Ideen haben, die es sonst so in den großen Unternehmen nicht gibt. Und dass man, glaube ich, über solche neuen Ideen einfach auch, was sich ergibt, das, glaube ich, sieht man auch bei uns und auch in den Supermärkten, weil es gibt ja doch immer mal kleinere Märkte oder Marken, die dann auftauchen, die aber auch sehr innovativ sind. Nicht immer billig, meistens eher so ein bisschen teurer. Aber wenn man die gezielt fördert, glaube ich, dann kommt auch einfach neuer Schwung sozusagen in das Ganze. Und das gibt natürlich auch Verbrauchern dann immer wieder eine Chance, dass sie mal was anderes kaufen, als was wir sonst so sehen. Also insofern, ich denke, das ist gut. Ich glaube halt, dass man ganz einfache Sachen wie ein Repair-Café, das ist in Osnabrück, haben die 2 Stunden Öffnungszeit im ganzen Monat. Und die bräuchten nicht viel Hilfe, ein bisschen Unterstützung, zum Beispiel durch eine Kooperation mit der heilpädagogischen Hilfe, dass die Ladenzeiten sich verbessern oder dass sie ein besseres Geschäft bekommen oder einen Link auf der Website der Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass so kleine Dinge, die man tun kann, denen enorm viel weiterhelfen könnten. Nur es muss irgendjemand da sein in einer Stadt, der das systematisch verfolgt. Und warum sollen das nicht diejenigen sein, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde, nämlich die Wirtschaftsförderer? Das hätte doch eine gewisse Attraktivität, finde ich. Also Michael, du machst viele kleine Vorschläge in dem Buch, aber auch einige große beim Bundesverkehrswegeplan. Da ging es ja durchaus radikal zur Sache. Jetzt zu Ihnen, Herr Pflege. Von Allianz pro Schiene hat Michael ja auch gesagt, also das Geld müsste mindestens mal in den Ausbau der Schiene gesteckt werden. Das müsste doch wie Wasser auf Ihre Mühlen sein. Ja, das Buch war emotional in der Tat Wasser auf unsere Mühlen. Die Grafik, die wir da vorhin gesehen haben mit den Pro-Kopf-Investitionen, die kommt von der Allianz pro Schiene. Und ich habe erst schlucken aber da mussten und dann habe ich mich aber gefreut, als ich den Text zu der Grafik gelesen habe von Michael Kopatz. Da stand nämlich, dass die Allianz pro Schiene Forderung nach italienischen Verhältnissen doch sehr moderat und zahm sei. Und man doch mindestens das Doppelte von dem, was wir als Lobbyverband für die Schiene gefordert haben, pro Kopf in die Schiene investieren müsste. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel für dieses ganze Buch. Das Wort mutmachend haben wir eben schon gehört von Hubert Weiger. Mich hat das auch eigentlich ermutigt, weiter zu kämpfen, weil wenn man seit so vielen Jahren Lobbyist für die Schiene ist und gegen die übermächtige Autolobby kämpft, und dann von einem Wissenschaftler einem konstatiert wird, dass man doch eigentlich sehr zahm ist und sehr moderat. Das hat, wie gesagt, emotional bei mir was in Wallung gebracht. Aber es ist eben mit den vielen einzelnen Beispielen, die in dem Buch drin sind, ist es ermutigend. Und wenn Sie den Verkehrswegeplan ansprechen, in der Tat, wir sind ja alle schon so gebrainwashed hier in der Autorepublik Deutschland, dass wir uns ja kaum noch das, was eigentlich logisch ist, was Sie in Ihrem Buch ja auch so erfrischend geradeaus schreiben und auf den Punkt bringen mit diesen nicht vorhandenen Sachzwängen in der wissenschaftlichen Rolle, in der Sie da sind, dass man auf diese Dinge auch als Lobbyist für einen Teilbereich des Verkehrs kaum noch kommt oder es kaum zu fordern wagt. Und diese Investitionsforderung nur noch Erhalt bei Straße, kein Neubau mehr von Straßen, ist mir inhaltlich sehr, sehr sympathisch, was die Bundesfernstraßen anbelangt. Ich bin seit Jahren, ich sage mal jetzt bewusst innerlich, ein Verfechter der Aussage, dass wir in Deutschland keine neuen Autobahnen mehr brauchen. Wir haben genug Autobahnen und Bundesstraßen. Aber, und da gucke ich jetzt Hubert Weiger an, ist ja einer unserer Mitgliedsverbände der BUND, wir trauen uns kaum, das zu sagen. Und Michael Kopatz hat recht, es traut sich auch keiner, nicht nur von der Politik, auch von den Verbänden, zum Beispiel mit den Flughäfen, mit den Starts und Landungen, das so deutlich zu sagen, auch wenn die Argumente bestechend sind, die dahinter stehen. Ich schließe mich denen an. Aber da sind wir wirklich mittlerweile beißgehemmt und brainwashed. Politik ist ja auch immer der Kampf um die Begriffe. Und was, da sind wir auch wieder beim Punkt Werbung, was Sie da gesagt haben mit den 30 Milliarden Euro. Der ADAC und die Autolobby haben es in jahrzehntelanger Werbearbeit und strategischer Kommunikation geschafft, den Begriff Mobilität mit Automobilität gleichzusetzen.
Und wer das schafft, wie gesagt, Politik ist der Kampf um die Begriffe, wer das schafft, der schafft es dann auch im Konjunkturpaket 2, die vorhandenen Steuergeldmilliarden für Elektromobilität und Innovationen in der Verkehrsbranche ausschließlich auf die Straßenmobilität zu lenken. Weil er ja vorher schon den Kampf um die Begriffe gewonnen hat. Und wir ärgern uns dann im Nachhinein und sagen, aber die Schiene kann es doch auch und hat auch noch Innovationsbedarf. Und es gibt doch schon, sie ist schon eher, aber nicht überall. Also ja, wir haben aber auch noch Bedarf. Wir ärgern uns dann, dass diese Milliardenbeträge wirklich ausschließlich in die Straße gehen. Also der Bundesverkehrswegeplan ist ja nur ein Beispiel für diese Riesensummen, die da bewegt werden. Aber das sind genau die Mechanismen, die Michael Kopert so treffend beschreibt. Die sind ursächlich dafür, dass hier so viel schiefläuft und dass wir mittlerweile in Deutschland das Scheren im Kopf haben. Und ich merke das immer, wenn ich in der Schweiz bin und da diskutiere, da wird ganz anders diskutiert. Die haben die Autolobby nicht. Jetzt haben Sie sich gerade als, selber als Lobbyist bezeichnet, durchaus guter Lobbyist, pro Schiene, wie ich sagen würde. Da haben Sie ja wahrscheinlich selbst mit den Vorschlägen, die Sie jetzt schon machen und was Sie schon versuchen umzusteuern, auch schon Ihre Hürden, gegen die Sie ankämpfen. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, der Michael Kopert würde Sie im Grunde auch noch rechts überholen mit seinen Vorschlägen. Was müsste denn passieren aus der Perspektive eines Lobbyisten jetzt oder jemanden, der schon die ganze Zeit im Tagesgeschäft versucht, die Politik zum Umsteuern zu bewegen? Was müsste denn passieren, damit sowas wie Ökoroutine auch tatsächlich dann ins Werk gesetzt wird? Also einmal, und das ist jetzt nicht nur eine Nettigkeit gegenüber dem Autor und dem Verlag, das Buch müsste mehr gelesen werden. Dieses Buch macht Mut. Das Buch enthält konkrete Handlungsvorschläge. Es enthält die richtige Analyse und vom Grundsatz auch die richtigen Handlungsanweisungen. Wenn man dieses Buch gelesen hat, ich habe es gelesen, während der Bahnreise nach Frankreich und in meinem Sommerurlaub habe ich mir das angetan und habe es nicht bereut. Wenn man dieses Buch liest und Gänze und ernst nimmt, das ist heute ja auch gesagt worden, dann gibt es nicht die eine Patentlösung. Dann kann man nicht sagen, wir müssen unser Konsumverhalten ändern, alles wird gut. Man kann auch nicht sagen, nur die Politik muss das und das machen und wir können uns hier in dem Stuhl zurücklehnen. Wir haben es ja heute auch gehört, es ist ein Bündel von Maßnahmen, es ist ein Bündel von Ebenen, dann ist die direkte Demokratie gefallen. Also ich glaube, da gehört vieles zusammen. Wenn man jetzt mal speziell auf die Verkehrsszene in Deutschland zurückgeht, da habe ich so ein bisschen meine eigene Hoffnung, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch vom Politikfeld zu Politikfeld verschieden, wie man in Richtung Ökoroutine sich bewegen kann. In dieser extrem vermachteten Verkehrswelt, in der wir hier in Deutschland leben, mit diesen wirklich betonharten Lobbys, und Hubert Weiger kann das, glaube ich, bestätigen, wir haben gerade drüber gesprochen, da ist also wirklich null Bewegung auf Bundesebene, ruhen meine Hoffnungen mittlerweile und Heinrich Strößenreuter, der hier auch im Publikum sitzt, vom Volksentscheid Fahrrad, kann das vielleicht bestätigen. Meine Hoffnungen ruhen mittlerweile primär auf den Metropolen und auf den Menschen in den Metropolen. Ich glaube, der Wandel in der Verkehrspolitik geht nicht von einem Herrn Dobrindt und dem Bundesverkehrswegeplan aus. Der Wandel in der Verkehrspolitik geht von den Menschen in den Metropolen aus, die es leid sind, diese Blechkisten überall zu sehen. Da ist die Lebensqualität im Vordergrund. Wir haben einen Wertewandel bei der jungen Generation, die auch später einen Führerschein machen oder gar nicht mehr, die das Auto als Nutzgegenstand sehen und nicht als Fetisch. Und da ist zumindest im Bereich der Verkehrspolitik liegen meine primären Hoffnungen. Und wenn ich noch den einen Satz sagen darf, weil er so schön zur Ökoroutine passt. Wir haben als Allianz pro Schiene mal ein EU-Projekt gemacht. Das nannte sich Living Rail. Da haben wir untersucht, wir haben zum ersten Mal überhaupt in der ganzen EU, das muss man sich mal vorstellen, untersucht, warum Menschen das Verkehrsmittel wechseln. Nicht im Sinne von hypothetisch, was würdest du machen, wenn, sondern die Nutzer gefragt, die es tatsächlich gewechselt haben. Vom Auto zum ÖV oder vom ÖV zum Auto. Und was wir da herausgefunden haben durch europaweite tausendfache Befragung, das war sehr interessant und passt auch zu dem, was wir in dem Buch gehört haben. Wenn man etwas verändern möchte in der Routine der Menschen und bei der Mobilität, dann geht das primär dann, wenn sie in Umbruchssituationen sind. Wenn sie ihren Arbeitsort gewechselt haben, wenn sie eine Familie gegründet haben oder wenn sie aus dem Berufsleben ausscheiden oder wenn sie den Wohnort gewechselt haben, dann sind sie empfänglich für neue Wege im wahrsten Sinne des Wortes und die alten Routinen werden sozusagen in Frage gestellt. Und das ist auch eine Mini-Teilantwort auf Ihre Frage, wer muss was tun und wer muss sich ändern? Klar, die Menschen, wir müssen unsere Mentalität, die Routinen ändern, die Politik muss sich ändern, die ganzen Ebenen durchdeklinieren. Also das kann man leider nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Da haben Sie jetzt wunderschön den Bogen geschlagen, auf jeden Fall auch nochmal zu der Rolle der Bürgerinnen und Bürger. Insofern lade ich Sie jetzt alle ganz herzlich ein, sich mit
Kommentaren, Fragen an das Podium oder besonders an den Autor hier zu beteiligen. Eine letzte Bemerkung noch zu Ihrer Ausführung. Die Brüche, die kommen sicherlich einerseits durch die Biografie, ich ziehe um oder ich wechsle den Arbeitsplatz, aber nun auch gerade im Verkehrsbereich ja durch diese sogenannten neuen disruptiven Technologien aus dem Silicon Valley von Google, Uber oder anderen oder neuen Multimodalitäts-Apps. Das ist eigentlich dann fast aus der Sicht, die wir jetzt hier aufgespannt haben, die Politik sollte was ändern oder die Bürgerinnen, die Menschen der Metropolen sollten, ist eigentlich fast ein bisschen bedauerlich, dass dann darüber sozusagen über neue Technologien der Wandel auch ein Stück weit eingeleitet wird. Oder wie sehen Sie, welche Rolle würden Sie diesen neuen Technologien sozusagen zusprechen? Technologie alleine ändert erstmal noch gar nichts im Verhalten. Also ich glaube, sie macht vieles möglich oder einfacher. Also die Verknüpfung der Verkehrsmittel, gerade in den Ballungsräumen, das ist ja für uns eine Chance, wenn der ÖV und der Umweltverbund als Rückgrat bilden. Und da hilft, glaube ich, die Digitalisierung und die neuen Apps, die helfen. Aber wie gesagt, ohne die politische Steuerung und Begleitmusik werden wir nur durch Apps auch keinen Wandel hinkriegen, keine Verkehrswende. Prima, vielen Dank. Jetzt haben wir hier vorne ein Mikrofon. Björn Eklund, der uns eben begrüßt hat, wird jetzt das Mikrofon herreichen. Ich sehe jetzt zwei männliche Fragestellerinnen. Gibt es denn auch jetzt mal jemanden, der mit einer hohen Stimme sprechen würde? Hervorragend, ganz herzlichen Dank. Nicht zu ungut, Sie kommen später dran. Also ich bin Frau Roland, privat hier. Ich denke, es sollen Männer und Frauen gleich zu Wort kommen, weil die können ja nichts hier dafür, die hier sind. Ich finde, es wird die schwierige Sache ausgelassen, die Frage der Arbeitsplätze. Und es wurde angesprochen, wie schwierig das ist, wenn wir bestimmte Sachen nicht mehr konsumieren, dann werden die halt nicht mehr nötig, wenn wir Sachen nicht mehr kaufen werden. Dann werden Sachen nicht mehr hergestellt werden müssen. Wenn wir Sachen nicht mehr exportieren, weil wir regional kaufen, dann gehen auch da in der Exportwirtschaft Sachen zurück. Und immer wieder höre ich hier auf dem Podium, jetzt war vor 14 Tagen hier eine Veranstaltung zu dem Buch über die grüne Ökonomie. Und da war auch Herr Schick mit dem Buch Machtökonomie, der auch sagte, ja, wenn denn mal einer einen Vorschlag hätte, wie wir das dann hinkriegen mit den Arbeitsplätzen, also diese Veränderung, wenn wir bestimmte Sachen jetzt befolgen, was Sie vorschlagen, von dem ich ganz viel hier unterstützen würde, was gesagt wurde. Das heißt, kommt da irgendwas dazu vor in dem Buch oder also Sie haben ja gesagt, dann vermutlich nur auf der regionalen Ebene. Prima. Ich glaube, das ist angekommen, die Frage zu den Arbeitsplätzen. Sehr wichtige Frage. Vielen Dank. Die Forschung von der Grünen Stiftung, dass die da mal alles mehr. Klar. Ich schlage vor, wir nehmen noch die nächste Meldung von der Dame namens Maike Gossen dahinter hinzu. Die auch gerne heute Quotenfrau spielt. Ich möchte eigentlich nur einen Kommentar loswerden und zwar hat mir gut gefallen an den Beispielen, über die ich auch gerne in dem Buch noch mehr lese, dass Sie so das Chancenpotenzial von nachhaltigen Lebensweisen betonen. Denn das wissen wir aus der langjährigen Umweltbewusstseinsforschung, die Problemwahrnehmung von Umweltthemen, die lässt nach, auch einfach, weil das in unserer, zumindest hier in Deutschland, in unserer Lebenswelt und Realität nicht mehr so sichtbar ist, die Umweltprobleme. Sie finden an anderen Orten in dieser Welt statt. Und ich glaube, um auch noch mehr zur Ökoroutine zu kommen, müssen wir genau das, nämlich die Chancen nachhaltiger Lebensweisen betonen. Und das nicht nur in der, also da sehe ich sozusagen als Verantwortliche für auch die Umweltkommunikation neben der Politik durchaus auch Unternehmen und andere Akteure. Vielen Dank, super Anregung. Jetzt würde ich vorschlagen, Michael mindestens und Herr Ahlers, vielleicht wollen Sie auch noch was zur Arbeitsplatzfrage, wenn Sie möchten. In gebotener Kürze nur. Also ich merke halt durch Gespräche, dass es wesentlich leichter ist, mit den Leuten über veränderte Strukturen und Standards zu sprechen, als zum Beispiel über die Frage, du fliegst jetzt nicht, du lässt das Auto jetzt stehen oder verzichtest auf das Auto. Da haben die Leute, also zum Beispiel auch Kollegen, die dann halt den Flug nach da, also Geschäftsleute von München nach Berlin sowieso, aber auch von Köln nach München. Und jeder hat seine bestimmten Gründe dafür. Und diese Gespräche, ehrlich gesagt, sie führen zu nichts außer Frustration und schlechtem Gewissen. Und man ist ein Miesepeter, der schlechte Stimmung macht. Aber wofür die Leute schon zu gewinnen sind, wenn man sagt, naja, was hältst du davon, wenn wir die Expansion begrenzen, die Flugbewegung auf dem gegenwärtigen Niveau, dafür sind die Leute viel leichter zu gewinnen. Es war politisch auch schwer, aber so von der Argumentationslogik als Person, als Privatperson, eher anschlussfähig.
Und es gibt ein Kapitel zum Thema Arbeit, in der Tat. Und dort bearbeite ich Vorschläge, die es den Menschen also durch einen Förderrahmen leichter machen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und das ist ein Dreh- und Angelpunkt auch in der Wachstumsdebatte, weil wenn VW nicht wächst, sondern jedes Jahr gleich viel Autos herstellt, aber die Produktivität zunimmt, dann brauchen die von Jahr zu Jahr weniger Arbeitskräfte. Da können die, da mal erwirtschaftet Gewinn, kann der gleiche sein, aber es werden weniger Menschen gebraucht. Und da gibt es eigentlich nur eine Lösung, dass sich die Arbeitszeit reduziert und die Leute, naja, ob bei vollem Lohnausgleich oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Ich sage dort ohne vollen Lohnausgleich, weil ich sonst noch viel utopischer halte. Aber das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Ansonsten ist das Thema Arbeit und Arbeitsplätze ist ein ganz zentraler Punkt, in der Tat. Also die klassische Wirtschaftsförderung will natürlich immer Arbeitsplätze sichern. Und wenn ich jetzt mit, die fokussiert aber immer nur die Erwerbsökonomie oder wie Maike sagen will, die Versorgungsökonomie und ignoriert die Versorgungsökonomie, also die ganze unbezahlte Arbeit, nämlich über die Hälfte der deutschen, in Deutschland geleisteten Arbeit wird nicht bezahlt. Und die mit in den Blick zu nehmen, davon sind wir noch Lichtjahre entfernt, aber das ist, dafür ist die Zeit gekommen. Entschuldigung, ist länger geraten, als ich wollte. Danke. Ja, ich kann gerne auf, also Arbeitsplätze, ehrlich gesagt, ich finde das immer das dümmste Argument eigentlich von allen, weil natürlich alle wissen, die das Argument vorbringen, dass das das stärkste Argument ist bei Politikern. Aber aus meiner Sicht, das ist das Unsinnigste, weil es zumindest in unserer Branche Lebensmittel, die werden ja immer gegessen. Und insofern, wenn Sie natürlich irgendwas nicht mehr produzieren oder weniger machen, dann produzieren Sie irgendwas anderes mehr. Und das ist ja, das heißt, es ist nur ein Durchtauschen letztlich. Und natürlich kurzfristig kann das mal dazu führen, dass das eine oder andere sich verändert und der eine oder andere einen Arbeitsplatz verliert, vielleicht dann in der Massentierhaltung oder wo auch immer. Nur es entstehen dadurch trotzdem auch neue Arbeitsplätze. Und wenn wir immer nur den Status quo verteidigen, und das ist eigentlich dann die Lobby-Situation, und das mit Arbeitsplätzen argumentieren, dann wirkt das meistens sehr gut, ist aus meiner Sicht aber totaler Unsinn, weil es immer nur, also dann würden wir uns nie weiter bewegen. Und das kann nicht die Lösung sein, eigentlich. Ja, danke. Jetzt gibt es noch weitere Fragen, glaube ich. Wer möchte denn gerne hier noch sich zu Wort melden? Bitte schön. Mein Name ist Frank Bende. Ich habe verschiedene Fragen an den sehr geehrten Herrn Fiege. Sie vertreten ja hier die Allianz pro Schiene und ich möchte gerne mal wissen, wollen Sie denn auch weiterhin die Autobahn, den Güterverkehr auf den Autobahnen verlagern auf die Bahn, dass die Bahn mehr Transporte bekommt, eben durch die Unternehmen, Frachtunternehmen, Speditionen und so weiter. Denn damit wäre doch auch der Verkehr auf den Autobahnen etwas entlastet und wir hätten denn weniger CO2-Ausstoß auf den Autobahnen. Das wäre doch auch ein Vorteil. Und können Sie sich eine bessere Vernetzung noch mit den anderen Bahnen vorstellen? Mit der französischen Eisenbahn, italienischen Eisenbahn geht ja noch weiter bis Griechenland. Die haben ja auch noch dieselbe Spur. Ist es nicht dahin auch noch machbar? Oder in den Osten, in die Oststaaten, lässt sich da nicht auch noch was ermitteln? Danke, das sind zwei sehr konkrete Fragen, die Sie gleich sofort beantworten können. Wir nehmen noch eine Frage von dem Herrn hier zur Linken und Sie nehme ich dann gleich nochmal in der nächsten Runde. Ich habe, Manfred Ronsheimer, ich bin Journalist, ich habe eine Frage an Herrn Kopatz. Wie wollen Sie Ihre Ideen verbreiten, in die Gesellschaft bringen? Nur über das Buch oder haben Sie da noch andere Kanäle im Blick? Und Frage 2, wer hat entschieden, dass dieses unsägliche Cover genommen wird? Warum nichts Ansprechenderes? Ist das Ihre Entscheidung gewesen oder war das der Verlag? Sehr suggestive Frage. Zum Thema Verbreitung, haben Sie schon eine Wäscheklammer bekommen? Ah, gut. Okay, naja, jetzt erstmal Herr Pflege, das kann dann Herr Kopatz nachholen. Bitte schön. Ja, das waren ja zwei Fragen, ob wir uns als Allianz pro Schiene für die Verlagerung von Lkw-Transporten auf die Schiene einsetzen. Klares Ja, dafür sind wir auf dem Markt. Unser Hauptsatzungsziel ist die Marktanteilssteigerung des Schienenverkehrs, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Wir haben in Deutschland 17,5% Marktanteil der Güterbahnen an dem gesamten Transportaufkommen, wenn man die Verkehrsleistung zugrunde legt.
Das kann und muss deutlich gesteigert werden, wenn wir die Klimaschutzziele von Paris erreichen wollen, wenn wir die Straßen sozusagen entleeren wollen von der Lkw-Flut. Dass das nicht nur frommer Wunsch und Wille ist, das sieht man beim Blick über die Grenzen und über den Tellerrand. In Europa ist da sicherlich ganz vorneweg die Schweiz, was Eisenbahnpolitik anbelangt, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Da sind wir bei mittlerweile 30% gesamthaft und beim alpenquerenden Güterverkehr jetzt 70% auf der Schiene. Wenn man über den Teich guckt, dann ist man in den USA bei 40% Anteil Güterbahnen vor den Lkw und viele andere große Wirtschaftsräume. Also da ist Potenzial, das geht. Ihre zweite Frage, ob man das nicht stärker vernetzen sollte, das, was hier in Deutschland passiert mit anderen Staatsbahnen. Ich kann Ihnen sagen, dass sich mehrere Güterbahnen schon zusammengeschlossen haben in Europa, um ihre Produktionskonzepte abzugleichen, um aus einer Hand den Service zu liefern. Wir haben jetzt schon 50% des Schienengüterverkehrs grenzüberschreitend. Das ist natürlich eine internationale Angelegenheit und die Schiene hat ja gerade da ihre Stärken, wenn man auf langen Distanzen eben viele Güter transportiert. Also zweimal klares Ja, das läuft, aber die Politik behindert eben hier, dass sich die Potenziale des Schienengüterverkehrs entfalten können durch politische Rahmenbedingungen. Herr Kopatz hat es in seinem Buch auch so schön geschrieben, die Optimierung der Ineffizienz, indem man hier den Lkw-Transport noch günstiger macht, als er ohnehin schon ist, nämlich 25% durch die Einführung der Gigaliner spart man nochmal ein bisschen Lohnkosten. Wir haben ein Absenken der Lkw-Baut, das heißt, der Lkw-Transport wird auch von der Politik hier dann bei den Wegekosten noch mal günstiger gemacht. Und das sind alles so Dinge, die verhindern, dass sich der Marktanteil der Güterbahnen entfaltet und die Autobahnen von Lkw befreit werden. Super, danke schön. Herr Weiger, Sie wollten auch noch mal ganz kurz zum Verkehrsbeispiel. Ich wollte nur zu dem Beispiel Schweiz sagen, warum haben wir eine andere Verkehrspolitik in der Schweiz? Nur durch die direkte Demokratie. In der Schweiz sollte genau die gleiche Verkehrspolitik letztendlich wie in Deutschland betrieben werden, die einige wenige Magistrale maximal ausgebaut und den Rest quasi nichts mehr. Und dagegen gab es eine große Volksinitiative, die entsprechend dann gesetzgeberisch tätig geworden ist. Und seit dieser Zeit muss die Schweiz eben in die Optimierung des gesamten Bahnnetzes investieren, einschließlich in die Verknüpfung mit Bus und anderem. Und das ist die Voraussetzung wirklich, wenn Sie heute wissen wollen, was Bahnfahren im 21. Jahrhundert bedeutet und was das auch für ein Wohlfühlbahnfahren ist und wo man sich, ich fahre täglich mit diesem Chaos unternehmen, wo man mit nichts mehr kalkulieren kann. Ne? Und das ist ja dann das Problem, ne? Weil dann wird alles, was auf den Strecken investiert worden ist, in Verkürzung der Geschwindigkeit, geht verloren, weil ich entsprechend vorher abfahren muss, weil ich nicht weiß, wann ich ankomme, dann eine Fahrt in die Schweiz. Sehr plastisch, danke. Darf ich an Michael und dich die Frage nochmal von dir zur Linken geben? Vielen Dank. Bereitung der Ideen. Vielen Dank für das Kompliment zum Cover. Ich nehme das gerne an. Es hat immer eine längere Geschichte, so etwas. Wir haben bestimmt 20 Entwürfe gehabt für ein Cover und verschiedene Grafiken und so weiter. Am Ende war keine Grafik und das, ich sag mal, diese Farbe hat zumindest einen Knalleffekt. Ich hatte eine prominente Politikerin darauf angesprochen und dann meinte, das Buch habe ich schon. Das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Und weil das halt so hervorsticht, hat das also quasi diesen Zweck zumindest erfüllt. Und wie verbreite ich die Botschaft? Ja, ich meine, ich sitze hier und nicht nur hier. Ich versuche, ich nehme jeden Vortrag an, um die Botschaft zu verbreiten. Diese Botschaften, die dort drin stecken, sind meine Mission. Das ist die Geschichte, die ich den Leuten erzählen will. Und es werden ja viele Bücher geschrieben. Und es gibt viele Leute, die engagiert sind. Sitzen hier oben, sitzen im Publikum. Und meine Überzeugung ist, man kann natürlich verdrießlich sein manchmal, weil die Dinge nicht schnell genug voranschreiten, weil wir halt eben nicht die systematische Verlagerung auf die Schiene haben und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist viel gelungen. Und wenn ich mit jungen Leuten darüber rede, denen kann ich ja nicht sagen, weißt du, alles so schrecklich, es hat alles keinen Zweck. Ich muss denen zeigen, wir haben viel geschafft und wenn man den Ausbau der Erneuerbaren nimmt, das hätte niemand, auch nicht im Wuppertal-Institut, vor 15 Jahren für möglich gehalten.
Und das weckt halt die Hoffnung, dass Dinge passieren können, die wir jetzt gar nicht für möglich halten. Und dass die Menschen für TTIP, jetzt 150.000 Menschen in Berlin demonstrieren, auch das wäre, hätte man nicht für möglich gehalten. Und wenn die Leute hier stehen mit 70.000 Leuten und sagen, wir haben es satt, dann stärkt das diejenigen Politikerinnen und Politikern den Rücken, die sich genau für eine solche Politik einsetzen. Und deswegen lohnt sich auch das Engagement der Menschen jeglichen Alters, sich auf die Straße zu stellen, in Verbände zu gehen, an Initiativen mitzuwirken. Und so finden Veränderungen statt. Und mein Motto dafür lautet, nicht aufgeben. Nur weil alles schon mal gesagt wurde, und das ist jetzt bitter für Uwe, weil Forschung bedeutet ja immer, das Neue entwickeln, das Neue erfinden, ist es oft gar nicht, sondern wir müssen uns auch eingestehen, dass vieles Wiederholung ist. Viele Vorschläge sind schon 20, 30 Jahre alt, aber sie sind nur realisiert worden, weil Menschen dafür und nur für diese eine Sache gekämpft haben, wie Hermann Scher zum Beispiel für Solarenergie. Immer nur die gleiche Sache, wie ein Sprechautomat ist er durch die Lande gezogen. Und solche Menschen brauchen wir. Ja, merk schon, Tim, ich muss aufhören. Prima. Und dann noch mit dem Klapprad und der Bahn. Danke, Michael. Ja, wir haben gleich noch einen Abschlussredner, Professor Uwe Schneider vom Wuppertaler Institut. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt würde ich vorher gerne noch eine allerletzte Fragerunde machen. Da war eine Dame da hinten und ich glaube, sonst können Sie sich es gerne noch überlegen. Letzte Chance für eine Frage. Bitte sehr. Das Mikrofon kommt gleich zu Ihnen. Mein Name ist Patricia Wiedemeyer. Nochmal zu diesem leidigen Frauenthema, was ich wirklich inzwischen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen albern finde. Also wenn Sie es wirklich ernst meinen würden, dann hätten Sie vielleicht auch für das Podium mehr als eine Frau eingeladen. Selbst da die Dame jetzt abgesagt hatte, wenn sie da gewesen wäre, wäre sie auch eine von vieren gewesen. Das nur am Rande. Als Frau stelle ich jetzt trotzdem mal die Frage, wenn ich mir das angehört habe, es ist hier viel die Rede davon, das Buch würde Mut machen. Wenn ich Ihren Vortrag gehört habe, wenn ich Sie nehme, der Sie ja wirklich vorbildlich leben und alles machen, was irgendwie machbar ist, trotzdem sagen Sie ja, ist das Ziel eigentlich nicht zu erreichen. Wenn ich das da oben sehe, simple Lösungen, große Wirkung. Womit erreicht man wirklich große Wirkung? Ist es das schon alles? Also gibt es Kapitel in Ihrem Buch oder gibt es von Ihnen Ideen, wenn man wirklich mal größer denkt, möglicherweise auch global denkt, wo liegen eigentlich wirklich die Lösungen, um diese Klimaziele zu erreichen? Und dann war noch eine Frage hier in der Mitte. Bitte schön. Thomas Möbius, privater Besucher. Eine Frage an Dirk Pflege, Allianz Puschine. Gleisanschlussförderung in Deutschland. Wäre es nicht sinnvoll, auch auf europäischer Ebene eine Gleisanschlussrichtlinie anzustreben, die man so ähnlich machen könnte wie Wasserrahmenrichtlinie? Der BUND kennt diese Problematik, was ja auch eine sehr sinnvolle Sache ist, aber es ist immer halt auch etwas langwierig, aber ich denke, man muss die Sache mal angehen und mal da ein bisschen Druck hintermacht. Und an unseren Autoren auch mal die Frage, wenn man sich mal mit diesen Vorstellungen, wie wäre es denn, wenn man sich auch mal an die Medien wendet? Ich habe jetzt zum Beispiel am Samstag im Prenzlauer Berg einen interessanten Film gesehen, weil da ging es um Atomenergie, Tschernobyl, Fukushima, aber es hat leider wenig Leute interessiert. Das war aber in einem Kino. Ich denke, dass man auch mal solche Medien mal ansprechen sollte. Danke. Dankeschön, prima. Ich würde sagen, wir machen es jetzt in der umgekehrten Reihenfolge, Herr Pflege, vielleicht eher mal, wenn es geht, kurz. Ja, geht relativ fix. Gleisanschlussförderung hier in Deutschland. Wir waren nicht die Ersten in Europa, die es eingeführt haben. Die Österreicher waren uns da voraus, die übrigens auch 40% Marktanteil bei den Güterbahnen haben. Ganz klares Ja, wäre sinnvoll, das in Europa auch einzurichten. Für diejenigen, die nicht so tief in der Materie drinstecken, mit Steuergeld ist es selbstverständlich, dass jedes neue Gewerbegebiet mit Straßeninfrastruktur erschlossen wird. Da wird gar nicht drüber diskutiert. Bei der Schiene ist es so, dass die Unternehmen, die in den Genuss eines Gleisanschlusses kommen wollen, die Hälfte selber bezahlen müssen und die andere Hälfte wird, wenn sie eine gewisse Transportmenge versprechen, die verlagert werden soll vom LKW auf die Schiene, wird die andere Hälfte vom Staat bezahlt. Eins der vielen, vielen Beispiele, wo die Verkehrsträger ungleich behandelt werden und einer der vielen, vielen Gründe, warum die Güterbahn das Potenzial nicht heben kann.
Danke, dann war jetzt nochmal die Frage an dich, Michael. Einerseits die Frage zu den Medien, aber dann nochmal nach der Eingriffstiefe. Das finde ich schon spannend, sozusagen viele kleine politische Lösungen. Also aber du hast zu Beginn des Vortrags auch gesagt, es braucht eigentlich ziemlich signifikante Veränderungen, um nicht nur die 5 Tonnen, sondern die 1,5 Tonnen CO2 zum Beispiel zu erreichen. Wie geht das zusammen? Also ich gebe ganz offen zu, ich habe meine Vorschläge nicht durchgerechnet und quantifiziert. Das kann man ja in weiteren Forschungsprojekten durchaus machen, meinetwegen. Nach meiner Einschätzung wären wir aber den Grundsätzen der Nachhaltigkeit schon riesige Schritte, würden wir denen näher kommen, wenn wir diese Vorschläge alle umsetzen. Gravierend. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass viele Vorschläge, also wie zum Beispiel dieses Straßenbaumoratorium, das ist so utopisch wie es ist, so radikal, das ist eine große Lösung. Das CO2-Cap ist ein riesiger Lösungsansatz. Das Neuzulassungs-Cap, was dort angesprochen wird, da hat auch der Kollege gesagt, so einen Vorschlag hat er noch nie gehört. Also da sind, finde ich, sehr große Lösungsvorschläge drin, die auch die systemisch ansetzen und auch sag mal, in CO2 und Ressourcendurchsatz enorm viel bewirken können. Aber wenn das nicht genug ist, wichtig ist einmal die Grundintention, Strukturen zu verändern, statt nur darauf zu hoffen, dass Menschen sich ändern. Die Bedingungen im Stall zu verändern, statt darauf zu hoffen, dass die Bedingungen sich im Küchentisch ändern. Das ist die Grundidee und dass das ein realistischer Ansatz ist, das versuche ich auch darzustellen. Ja, vielen Dank. Wir kommen langsam dem Ende näher. Ich freue mich jetzt sehr auf das Schlusswort von Professor Dr. Uwe Schneidewind, dem Direktor des Wuppertal-Instituts, wo ja Michael Kopatz auch als Forscher arbeitet. Vielleicht so viel noch zu der Frage, wie verbreitet er denn seine Ideen? Ich glaube, die Frage kam gerade von Ihnen. Also Michael schreibt nicht nur solche und andere tolle Bücher, hat auch schon mehr Bücher geschrieben, sondern macht auch Forschungsprojekte, unter anderem zum Beispiel jetzt eins zur Wirtschaftsförderung, in Kooperation auch mit der Stadt Osnabrück, wo es also ganz konkret auch darum geht, vor Ort in einer Kommune was zu verändern. Das sind also auch Wege, wie man Ideen aus Ökoroutine und anderen Zusammenhängen dann versucht, wirklich in die Breite zu tragen und in den Kommunalverwaltungen was zu verändern. Jetzt aber zu dir, lieber Uwe. Und ich finde das jetzt spannend, nochmal zu hören, wie dieses Buch Ökoroutine in dem weiteren Umfeld des Wuppertal-Instituts eingeordnet werden kann. Das Institut hat ja jetzt ganz neu seit einigen Wochen den Slogan Making Utopia Possible. Und ich denke, Ökoroutine ist auf jeden Fall ein Steinchen, ein Mosaiksteinchen, was uns vielleicht weiter in die Nähe bringt, auch auszubuchstabieren, was denn eigentlich geschehen müsste, damit Utopia möglich wird. Aber auch nochmal die Frage an die Transformationsforschung, an die Frage, wie findet gesellschaftlicher Wandel statt? Wie lässt sich das Buch da einordnen und was hat das Wuppertal-Institut damit vor? Bitteschön. Stimmt, wollte erstmal abtreten, genau. Ich darf es in Ruhe anziehen. Keine Sorge, es wird auch nicht zu lang. Aber ich bin Tilman Santarius auch für das Stichwort nochmal sehr dankbar. Making Utopia Possible, Utopien ermöglichen. Und dann war es heute ja, stand es ja oft im Raum, zukunftsfähiges Deutschland. 1996, etwas, was die Umweltszene in den 90er Jahren bewegt hat. Hubert Weiger sprach es an, dass die 2008er Neuauflage hatte dann gar nicht mehr den gleichen Impact, aber dennoch immer wieder das Rütteln am Wuppertal-Institut. Wann bringt ihr denn euer nächstes zukunftsfähiges Deutschland? Und wir haben seit dem Jahr 2010, sind wir sehr intensiv daran zu analysieren, warum hat denn das 2008, ist das nicht mehr so geflogen? Das, was 1996 ganz entscheidend war, Zielvorstellungen, gesamtheitliche Bilder, wohin das mal gehen kann, zu skizzieren und damit Bewegung auszulösen, ist etwas, wo wir heute eigentlich, wo wir die Zielzustände sehr, sehr genau beschreiben können, nicht mehr das, was wirklich bewegt, was wir brauchen, um den nächsten Schritt voranzukommen, sondern es eben sehr, sehr viel wichtiger ist zu schauen, wie lösen wir diesen gordischen Knoten des Handelns, wie bringen wir Veränderung, Transformation wirklich auf den Weg. Und das macht dieses Buch Ökoroutine eben so besonders für uns. In gewisser Weise ist das zukunftsfähige Deutschland 3, weil es genau das nachvollzieht, was wir am Institut seit nun gut 6 Jahren machen, nämlich darüber nachzudenken, wie sehen die Strategien aus, um wirklich Bewegung wieder in die Diskussion hineinzubringen. Und Dirk Pflege brachte es gerade so schön auf den Punkt. Ich glaube, Michael Kopatz gelingt es nicht nur, einen inhaltlich integrierten Rahmen zu zeichnen, sondern das eben auch mit diesem Erfrischen gerade raus.
und, glaube ich, was zu leisten, was damals auch 96 das zukunftsfähige Deutschland gemacht hat, nämlich ein Stück vor der Zeit zu sein, etwas aufzugreifen, was in der Luft liegt und aus der Wissenschaft heraus ein politisches Zeitzeichen zu setzen. Und diese so erfrischend geradeaus Vorschläge, die da sind, wo man sich wirklich fragt, ja Mann, wieso läuft das eigentlich nicht, warum kommt das nicht, das ist so ein Zeichen dafür, dass wir in vielen Ecken genau vor einem solchen Umbruch stehen und Michael Kuppers mit dem Buch das in einer wunderbar klaren Form auf den Punkt bringt. Und deswegen dieses Buch für uns auch als Wuppertal-Institut eine ganz zentrale strategische Bedeutung hat. Und ich möchte vielleicht an einigen kleinen Punkten nochmal verdeutlichen, warum da so viel im Umbruch ist. Wir haben lange dran geglaubt in der Ökodebatte, dass wir das schon technologisch, dass wir das über Ökoeffizienz in den Griff bekommen. Auch wir als Wuppertal-Institut haben das ja lange getrieben. Längst ist die Diskussion über Rebound-Effekte, über die Tatsache, dass es technologisch alleine nicht reichen wird, in der Debatte angekommen. Alle spüren, wir brauchen diese Diskussion über neue Formen von Wohlstandsmodellen, von Lebensstilen und keiner weiß so richtig, wie er daran gehen soll. Dennoch wird an allen Ecken nun begonnen, damit anzufangen. Schauen Sie sich das neue integrierte Umweltprogramm des Umweltministeriums an. Ganz, ganz viel zu diesen Themenfeldern. Man versucht sich auf der nationalen Ebene ranzurobben. Andere Länder sind sehr, sehr viel weiter. In China ist es längst ein zentraler Aspekt der künftigen Umweltpolitik, diese Frage, Lebensstile aktiv in politische Maßnahmen zu übersetzen. Viele Stiftungen, die ja oft so Impulsgeber in der Szene sind, gehen da heran. Gucken Sie sich an, was die Agora Verkehrswende der Mercator Stiftung macht, wie mit den Themen der Agrarwende im Stiftungssektor und in der Zivilgesellschaft umgegangen wird. Und das ist eben ein weiteres Indiz, die Zivilgesellschaft kann mit diesen Themen ganz neu wieder mobilisieren. Und Hubert, ich bin dir extrem dankbar, dass du da warst und das auch nochmal auf den Punkt gebracht hast, was da passiert mit dem Widerstand auch gegen die aktuellen Handelsabkommen, weil eben deutlich wird, da liegt was in der Luft und man braucht die Stimmen, um das voranzubringen. Und es ist eben schön zu sehen, dass dieser Punkt und dieser Elan eben auch zunehmend in den Unternehmensbereich selber überspringt. Und Herr Ahlers, Ihnen ein riesen Dankeschön für diese deutlichen und klaren, auch mutigen Worte. Und gerade heute ging es über die Ticker. Es sind nicht nur die Unternehmen, die selber produzieren, sondern zunehmend auch die Finanzinvestoren. Das, was mit dem Dekarbonisierungsinitiativen aus der Finanzbranche gestartet ist, hat gerade in diesen Tagen eine wunderbare Fortsetzung gefunden mit dem Aufruf von sehr, sehr großen institutionellen Investoren an die großen Lebensmittelhersteller, dass diese Form der Tierzucht so nicht weitergehen kann. 1,1 Billionen gesammeltes Kapital haben sich in einem Schreiben in diesen Tagen an die großen Ernährungshersteller gewendet und zeigen, dass da was im Zeitgeist in einem radikalen Umbruch ist. Und ich glaube, das Buch von Michael Kuppertz bringt genau das auf den Punkt. Und ich guter Dinge bin, das ähnlich wie das zukunftsfähige Deutschland, wo man auch dachte, Mann, ist das nicht so ein Stück zu weit und visionär, und Hubert Weigers auf den Punkt brachte, vieles davon heute umgesetzt ist, dass vieles von dem, was hier in der Ökoroutine steht, wenn wir in 15, 20 Jahren zurückschauen, Michael, sehen werden, Wahnsinn, damals haben wir das für nicht durchsetzbar gehalten und jetzt müssen wir unseren Enkeln erklären, warum wir es eigentlich so lange verhindert haben. Und zum Abschluss freut mich ein Aspekt ganz besonders, einer, der uns auch am Wuppertal-Institut ganz stark beschäftigt, nämlich die Frage, welche Rolle hat eigentlich Wissenschaft? Eine Wissenschaft, die sich in so vielen Dingen so raushält, sich nicht einmischt, eben nicht den Mut hat, die Sachen klar auf den Punkt zu bringen, sich angreifbar zu machen. Und eine solche Wissenschaft wird genau in solchen Umbruchsphasen gebraucht. Eine, die die Wahrheiten aussprechen kann, die selbst die Lobbyisten sich nicht mehr trauen zu sagen und die damit natürlich auch aneckt und ankantet. Und diese Form, dieses Wissenschaftsverständnis, dieser Mut zum kritischen, öffentlichen Intellektuellen, Michael, da bin ich dir unendlich dankbar, dass du genau das verkörperst. Jemand, der den Mut hat zuzuspitzen, der damit aber auch eine politische Debatte anstrebt und der das aber macht auf einem sauberen politischen, auf einem sauberen wissenschaftlichen Fundament. Aber diese Rolle, die Wissenschaft in solchen Veränderungsprozessen hat, wieder wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je. Und man kann sich nur wünschen, dass mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mehr wissenschaftliche Einrichtungen den Mut haben, gerade in einer solchen Umbruchsphase, sich diesen Debatten zu stellen.
Und in diesem Sinne ein riesen Dankeschön an all diejenigen, die heute auf dem Podium waren und ich glaube, eine extrem lebendige Debatte ermöglicht haben. Dir, Tillmann, für die wunderbare Moderation der Böll-Stiftung, dass er uns dieses hier hervorragende Ambiente zur Verfügung gestellt hat, und Ihnen für Ihre aktive Beteiligung und die spannenden Fragen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir nehmen das auf. Wir werden diese Form der Forschung und diese Themen, die in der Ökoroutine hier alle auf den Tisch gebracht sind, auch in unserer Forschung vorantreiben. Und wer jetzt noch nicht glaubt, dass das zukunftsfähige Deutschland 3 ist, wir werden alles dafür tun, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zu zeigen, dass das eine ähnliche Katalysatorwirkung haben wird, dieses Buch, wie es damals 1996 das zukunftsfähige Deutschland hatte. Herzlichen Dank und Ihnen noch einen wunderschönen Abend.